Das ist echt peinlich. Das ist wirklich peinlich. Also, kleine Kinder hierher zu schicken, das ist wirklich peinlich. Das war ja ein Azubi von Andi. Ja, Um der lernt auch Himmels zum Willen. Papier. Weißt du, guck mal, das fängt schon richtig jung an bei denen. Ja, die werden so manipuliert, ich finde das so traurig. Hat ihm gesagt, du Ach. kriegst Hasanat, geh dahin, überrede ihn, kriegst Hasanat. Der soll erstmal die Debatte von Ahmad Ex-Muslim annehmen. Ja, der soll Genau, das erstmal genau. annehmen von Ahmad. Und dann schauen wir uns mal diese Debatte alle live an, wie Ahmad Ex-Muslim den komplett auf Arabisch zersägt. Ich war doch 100 dabei, Pro. Bruder. Ich war doch dabei. Ich bin extra zu Handy gegangen, habe gesagt, nimm doch endlich die Debatte an. Was machen Ja. die? Die haben mich rausgekickt aus dem Livestream. Also die Ja. stellen Ansprüche, sind selber die schlimmsten, wenn es um Debatten geht. Sie haben Da jeden soll Fans erstmal beleidigt und bestimmt. Ahmad debattieren und dann kann er mit den Jüngeren debattieren. Genau, so musst du es Geht alle machen. zu Ahmad Ex-Muslim. Ja, der war damals ein Salafi, ein richtiger Alter, der hätte Salafi, ihn der sich rasiert, mit hätte ihn. Ahmad rasiert den komplett. Da braucht man gar 100% nicht mal viel sogar. drüber reden, weil Ahmad ist in dieser Sicht sehr, sehr wissend. Der ist sehr tief im Islam drin gewesen. Der weiß, über was er da spricht. Er hat Geht und gezittert. debattiert Seine erstmal Hand hat gezittert Ahmad. vor Ahmed. Oh, natürlich. Ahmad Ich zersägt den war dabei, ich kurz. habe das gesehen, ich habe den noch nie so erlebt. Er war geschockt. Ahmad nimmt den komplett auseinander. Ahmad Ex-Moslem. Boah, was eine Maschine. Wenn der Kerl anfängt zu reden, ich glaube, keiner hat eine Chance, gegen den zu debattieren. Ich bin ganz ehrlich, nicht mal ich würde mich trauen, mit dem überhaupt eine Unterhaltung zu führen, zu sagen so, hey, niemals. Niemals würde ich ihn komische Der holt Fragen stellen. Der Hadithe, würde die er mich. nicht kennt. Der tut mich kaputt debattieren. Pff, gegen Ahmad Ex-Moslem. Niemals, Alter. Vor dem habe ich Respekt. Aber der ist Christ. Das ist der Unterschied. Der ist Christ. Der ist orthodox geworden, Ja, der ja. kennt Der hat die wenigstens ganzen die Hadithe Wahrheit. gelesen und raus aus dem Islam, sofort. Ja, diese ganzen Muslime, die noch Muslime sind, die kennen gar nicht die Hadithe. Ich weiß, auf jeden Fall. Ja. Also Leute, wir sehen hier ganz genau bei der Überlieferungskette bei Sahih, das ist ein Sahih, als Imam Nasai, also Sunan an-Nasai eingestuft als Sahih, ja, Sunan an-Nasai. Da sehen wir ganz genau, dass Allahs Messenger, also Mohammed, hat sie geheiratet, als wenn sie 6 war, und die haben geheiratet. Was rede ich da für einen Unsinn? Jetzt bin ich komplett hier aus dem Kontext hier wieder. Moment, ich drehe einfach mal die Kamera. The Messenger of Allah married me when I was 6, genau. Mit 6 geheiratet und consumed the marriage with me when I was 9 years. Also consumed, wenn wir die Mehrzahl nehmen wollen, hat er sie mit 9 eigentlich, ihr wisst schon, ja, Dingy Dingy gemacht. Ja, and I used to play with duels. So, jetzt Leute, frage ich euch, ja, lasst uns mal wahrhaftig und ehrlich sein. Wenn jemand ein Gesandter Gottes ist, okay, wir gehen jetzt mal tief in die Materie rein. Wenn jemand ein Gesandter Gottes ist, ja, und jetzt, Holy, Bruderherz, stell dir mal vor, ich komme in deinem Haus, ich bin ein Prophet, okay, und ich sage dir, oh, ich habe einen Traum, eine Vision bekommen von Allah, deine Tochter steht mir zu. Wie würdest du denn reagieren, Bruderherz? Ich würde sagen, was hat das mit dem Prophetentum zu tun? Richtig, das ist das Erste. Nummer zwei, seit wann würde Gott dir eine Offenbarung geben, eine 6-Jährige zu heiraten und mit 9 Dingi Dingi zu machen? Ganz ehrlich, was ist denn Nicht nur das? das, nicht nur das. Ich meine, zum welchen Zweck? Die haben nicht mal Kinder gemacht, gar nichts, null. Da fängt das schon mal an. Und das ist krank, dass sie das nicht verstehen. Das ist der Es Wahnsinn. gibt ja, noch eine Geschichte. Der hat die von seinem Stiefsohn, glaube ich, war das oder Schwiegersohn, keine Ahnung, hat er die Frau auch noch ausgespannt. Hat gesagt, ich Ja. hab wieder eine Offenbarung. Ich will deine Frau. Katastrophe, Bruder. Also immer, Katastrophe. wenn er Das eine ist Frau wollte, hat er eine Offenbarung bekommen. Immer Wahnsinn, dieselbe Wahnsinn. Taktik. Wahnsinn. Und da fängt es schon an, Leute. Ne, da müssen wir wahrhaftig zu uns selber sein. Und
Ja, hier lesen wir das. Also wir sehen hier, sie war Genau, sechs, der mit neun, mit Adoptivsohn. neun, mit neun gab es Dingi Dingi Lamoke. Ich küsse dein Herz, Schwester. Ich küsse dein Herz. Und an die ganzen Jesiden, falls die Jesiden alle da sind, Leute, ich küsse eure Herzen wirklich und wirklich, ich liebe euch von ganzem Herzen. Ich meine es ernst. Genau, also wir sehen hier, sie war 6 Jahre alt, mit neun gab es Dingi Dingi, was wirklich echt der letzte, das geht echt nicht. Jetzt gehen wir mal weiter und wir schauen uns nochmal eine weitere Überlieferungskette an. Nidal, Bruderherz, ich küsse dein Herz. Komal, ich küsse dein Herz, Bruder, ich küsse dein Herz, Bruder. So, jetzt gehen wir mal, Kamera drehen wir um, wir schauen uns jetzt mal diesen Hadith an. Sahih al-Bukhari 6130, Leute. Ne? Schauen wir uns auch gleich mal an. So. So. Jetzt müssen wir wahrhaftig zu uns selber ehrlich sein und schauen wir uns jetzt mal bitte diese Quelle an. Ja. Und bitte Leute in den Chats, ne, bitte bleibt respektvoll. Ne? Wir sind nicht so wie die. Wir sind Christen. Wir bleiben respektvoll. Das ist ganz wichtig. Okay? I used to play with the dudes. Warte. In the presence of the prophet, also sie hat mit Puppen gespielt in der Gegenwart von dem Propheten, also vor ihm sozusagen, ja. And my girlfriends also used to play with me. Die Freunde von Aisha haben zusammen mit ihr gespielt, okay. When Allah's Messenger, ja, also der angebliche Prophet, ja. Used to enter my dwelling place. They used to hide themselves. Also die kleinen Kids haben sich versteckt vor ihm, als er immer kam. Ja, but the prophet would call them to join and play with me. Aha, okay. The playing with the dolls and the similar images is forbidden. Also mit Puppen zu spielen im Islam ist verboten eigentlich, ja. But it was allowed for Aisha, aber es wurde erlaubt für Aisha. Okay, this is a little bit weird, but Daily Basis, baby, please. Aisha, ich küsse dein Herz, wirklich, Aisha, ich küsse dein Herz. Das ist nur für dich. Das gilt nur für dich. Ne? At that time, as she was a little girl, not yet reached the age of puberty. Sie hat nicht mal die Pubertät erreicht. Sie hat nicht mal die Pubertät erreicht. Und das wollen die verteidigen. Wollt ihr mich verarschen? Das kann man doch nicht mehr verteidigen. Leute, ganz ehrlich, das kann man nicht verteidigen. Jeder, der sagt, das ist normal damals gewesen, die Frau hat nicht mal die Ahnung. Ich sag sogar Frau, bin ich blöd. Die hat nicht mal die Pubertät erreicht. Das kann man hier nicht mehr schönreden. Das kann man hier nicht mehr schönreden. Das ist ein Sahih, Imam Bukhari. Jetzt werden wahrscheinlich die Muslime kommen und sagen, das ist gefälscht alles. Ja, natürlich, das ist alles gefälscht. Und dass sie, wahrscheinlich war sie über die Reife. Ja, genau. Leute, bitte hört auf. Bleibt wahrhaftig bei der Wahrheit. Bleibt bitte bei der Wahrheit. Das kann man nicht mehr verteidigen. Das kann man nicht mehr verteidigen. Das ist die Wahrheit und wird die Wahrheit bleiben. Und wenn wir jetzt zurückgehen, Leute, ja, sie war 6 Jahre alt. And I consumed the Oder marriage with me when I was nine. das sind Leute, Menschen, das die sagen, ist die ist 19. Wahnsinn. Man kann noch so drüber lachen, wie man will, das bleibt die Wahrheit. Das ist ein Sahih. Das wurde eingestuft als Sahih. Die in sunnah.com, die können diese Quelle verschwinden lassen, dann lesen wir es nicht mehr. Kein Problem. Die können das umschreiben nochmal. Die können das löschen. Aber wir haben das hier aufgenommen. Das kann man nicht mehr schönreden. Das wird für immer und ewig in Erinnerung bleiben, was hier drinne steht. Das kann man nicht mehr ändern. Wir bleiben wahrhaftig. Okay? Wir bleiben bei der Wahrheit. Sugar Melon, ich nehme dich gleich hoch. Ne? So, jetzt gehen wir mal hier.
Jetzt gehen wir mal bei. So. Und jetzt Leute, wollen wir mal ein bisschen tiefer gehen. Ja, so we see the comes with golds and sweats. And the pearls and the wives will be with the houris. Oh my gosh, oh my gosh, what do we have here? Leute. Ja, aber Holy, Bruderherz, ich mach das groß, wenn du das unbedingt willst, und dann haben wir halt die ganze Gummibärbande, aber ja. Oh je, oh je, oh je. Schönes Bild. Die ganze Gummibärbande in einem Bild zusammen. Das ist der Wahnsinn. Ich finde Abu Der Bara ist beste. Wahnsinn. Ja. Die Abu Bara ganze. passt. Aber Bruder, mach das weg. Mach das weg. Wir sind nicht so wie die. Ist egal. Wir sind nicht so wie die. Wir haben ein besseres Vorbild. Wir wollen nicht so wie die sein. Deswegen alles gut. Ne? Ich wollte euch nur meine Freunde zeigen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Leute. Schauen wir uns mal an, was wir im Paradies bekommen. Ja, lass uns mal wahrhaftig sein. Ne? Gehen wir mal in die Offenbarung mal zusammen, Leute, und ich zeige euch mal was ganz, ganz Schönes, Leute. Ne? Boah, das ist der Wahnsinn. Ne? Gottes Wort wird immer die Wahrheit bleiben, Leute. Gottes Wort wird immer die Wahrheit bleiben. Aber ich habe doch gerade eben die Offenbarung aufgeschlagen und der zeigt mir das hier nicht an. Das ist doch der Wahnsinn, das neue Jerusalem. So, Leute, wir werden uns mal das anschauen, was wir im Paradies, ja, was wir im Paradies bekommen werden als Christen. Ja, bekommen wir im Christen Frauen? Was bekommen wir denn im Paradies? Ne? Das will ich auch für alle Mal für euch klar machen, was wir im Paradies bekommen werden, wenn wir an unseren lebendigen, wahrhaftigen Gott glauben. Okay? Wir schauen uns mal diese Quelle ganz genau an in der Bibel. Bekommen wir junge Knaben? Das ist aber sehr seltsam. Bekommen wir junge Knaben? Bekommen wir Huris im Paradies, also generell bei uns im Christentum, wenn wir an den wahrhaftigen Gott glauben? Was bekommen wir denn, wenn wir als Christen sterben? Das ist wirklich sehr, sehr, sehr seltsam. Da schauen wir uns mal die Quelle mal gemeinsam an, was wir da bekommen werden, wenn wir das ewige Paradies mit dem Herrn Jesus Christus haben. Da schauen wir uns das mal ganz genau an. Ne? So. Offenbarung 21, Kapitel 21, Vers 9. Ich könnte auch oben weiterlesen, aber wir wollen über das schöne neue Jerusalem sprechen. Und es kam zu mir einer der sieben Engel, welches die sieben Schalen hat. Die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren, und redet mit mir und sprach: Komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes, zeigen. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat und ihr Lichtglanz gleich dem köstlichsten Edelstein, wie ein kristallheller Jaspis. Und sie hat einen großen und hohe Mauer und 12 Tore und an den Toren 12 Engel und Namen angeschrieben, nämlich die der 12 Stämme der Söhne Israels. So, jetzt gehen wir mal weiter. Von Osten her gesehen 3 Tore, von Norden 3 Tore, von Süden 3 Tore, vom Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine. Und in ihren waren die Namen der 12 Aposteln des Lammes.
Und der mit, boah, das ist mächtig. In den Steinen werden die 12 Apostel, deren Name wird in den Steinen gemeißelt sein. Unsere 12 Aposteln, die wahrhaftig Zeuge sind von dem Herrn Jesus Christus. Deren Name wird in den Grundsteinen gemeißelt sein. Wie wunderschön das ist, weil sie die Wahrheit gesprochen haben. Mehr muss man nicht hinzufügen. Das Paradies ist so schön, was uns gegeben ist, Leute. Wir werden das ewige Leben haben. Wir werden, wenn wir an den lebendigen, wahrhaftigen Gott glauben, wir werden das ewige Leben haben. Und wir sehen auch ganz genau, ich mach dich gleich groß, Wuli. Nein, nein, mach mich nicht groß. Ich mach dich Okay. groß. Und wir werden auf jeden Fall die Gemeinde haben. Wir werden keine 1000 Jungfrauen haben und 72 Jungfrauen. Das wirst du bei uns in der Bibel niemals finden. Uns ist das ewige Leben geschenkt. Wir werden mit den Herren zusammen sein. Und nicht 72 Jungfrauen. Und dann kannst du bam, bam, bam machen, wie du willst da oben. Das ist dann kein heiliger Ort mehr. Sorry. Eins nach dem anderen. Oh, bam, bam, bam. Oh. Sorry, nein. Nein. Eine ewige Palme wirst du haben. Was ist das, Mann? Sorry, nein, das hat nichts mit Gott gemeinsam. Leute, ich küsse eure Herzen für die Geschenke. Das hat mit Gott keine Gemeinsamkeit. Da müssen wir ehrlich sein, Leute. Das hat mit Gott keine Gemeinsamkeit. Ich hole mal meine Geschwister kurz alle hoch. Das hat mit Gott keine Gemeinsamkeit. Und da müssen wir wahrhaftig zu uns selber sein. Als ob wir in den Himmelreich gehen. Oh, ah, und dann kommt die. Nein, 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 nein. Das ist ein heiliger Ort, Mann. Nein, sorry, nein. Da müssen wir wahrhaftig zu uns selber und ehrlich sein, Mann. Anstatt dass wir da oben Bukkake-Style machen. Wir machen doch da oben keinen Bukkake-Style mit 72 Jungfrauen. Seriously. Seriously. Also an sowas kann, ehrlich, das ist schon traurig, Mann. Dass man an sowas noch glaubt. An einem heiligen Ort. Bunga Bunga. Sich das vorzustellen. Man, seriously. Das ist insane. Das ist krank. Sorry, das ist krank. Oh, Leute, Leute, Leute. Jetzt schauen wir uns das Paradies im Islam an. Jetzt haben wir uns das mal angeschaut, wie das Paradies bei uns im Christen aussieht. Ja. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Ja. Jetzt schauen wir uns mal das Paradies im Islam an. Und dann schauen wir Amen. mal, Amen, dann schauen wir uns mal das an, ob das normal ist. Ja, wir schauen uns das mal an. Ja, bei uns Christen ist das ewige Leben geschenkt. Was haben wir noch? Wir haben die Gemeinde an unserer Seite. Das ist für mich ein wahrhaftiger Gott, der nicht über Palmen oder etc. Spricht, Leute. Über Palmen, was auch immer. Palmen, Pipi, Leute, ganz ehrlich, also da hört der Spaß bei mir auf. Ne? Da hört der Spaß bei mir auf, Leute. So, jetzt gehen wir mal in den Moment. Jetzt gucken wir uns das mal an. Kleinen Moment, Leute, ich bin gleich wieder da. Was suchst du? Welchen Hadith suchst du jetzt?
Oma im Moslemhof, ich will mal debattieren ein bisschen. Ich will dir nur eine Frage stellen. Der geht sofort wieder runter. Ja, da bin ich mal gespannt. Uiuiui, Anwar kommt. Yo, Holy Mann, Holy, wie kommt das, dass du so bei Flex bist, Mann? Ich bin hier, ich brauche neue Gegner. Hattet ihr nicht Beef? Nein. Beef nur mit den einen. Okay. Du weißt, wen ich meine. Ich weiß, wen du meinst, aber ich habe gehört, weil Hallo? du manchmal über uns redest, Jani. Was? Ich rede über keinen von euch. Ich erwähne nicht eure Namen. Okay, kein Problem. Ja, Flex, alles gut. Flex, der Flexer. Flex, du bist eh Wie geschaffen für die war euer Hölle, Mann. Abend? Alle zusammen? Ganz gut, und wie war deiner? Ja, reichlich Tore gefallen, ne? Ist 3-2 ausgegangen? Mhm. Okay, krasses Ergebnis trotzdem eigentlich. Ja, schade. Also jetzt für Union, ne? Ja, klar. Aber gut. Erstmal morgen ist City dran. Nur vom Thema ablenken, warum? Euer Paradies ist irgendwas gemeißelt in Stein. Wer will denn da rein, Mann? Ja, besser als ein Puff, Bruder. Ja, besser, ihr geht hier mit euren Frauen ins Fingerclub und so. Das hier ist euer Paradies, Mann. Wer redet denn gerade? Wer hat Ist das gerade Anwar. gesagt? Ich habe das Anwar? gesagt. Hm? Und wer redet da Jetzt gerade komme mit ich mir? durcheinander. So, hört ihr mich, Leute? Hört ihr mich, Flexer, Leute? Flexer, Mann. Ja. Ja. Hört ihr mich? Ganz kurz, Leute. Ganz, ganz kurz. Anwar, wir können gleich reden. Bitte eine Sekunde, ne? So, jetzt gucken wir uns mal ganz kurz das Paradies an, wie es im Islam aussieht. Ne? Wir sehen hier, das ist ein Ibn Majah, ja, das ist Imam Ibn Majah, eingestuft als Sahih. Anwar, eine Sache noch bitte. Also wenn du mitreden möchtest, dann aber ganz wichtig, bleib bitte respektvoll. Ich bin Respekt. Ich muss nur lachen, weil du bist so lustig, Mann. Ich musste nur lachen. Alles gut, okay. Ist ja The nicht so, als ob first ich die group. 50k haben wollte oder so, ne? Nein, nein, alles gut. The first group to enter paradise will enter with faces like the moon in the night. Also hier reden wir über das Paradies, ja, im Islam, Leute. Also gut zuhören. Like the moon in the night when it is full. Then those who follow them will be shining with a light brighter than the brightest star in the sky. Okay, that is very interesting. They will not urinate. Also ich frage mich eigentlich, warum they will not urinate. Aber okay, egal. Or defecate or blow their noses or spit. Okay, ja. Their combs will be of gold. Their sweat will be musk. Their brazier receptors for holding live coals for burning incense will be pearls. And their wives will be Huris. Their wives will be Huris. Habt ihr Sag das noch gehört, mal, sag Leute? das noch mal. Their wives will be Allahu Huris. Akbar, bitte lass mich in dieses Paradies. Nein, nein, Anwar. Nein, Anwar, Anwar Anwar. kann es kaum Ich erwarten. kann es kaum erwarten, ich schwöre. Also, hör zu, their wives will be Huris. Aber Anwar, wenigstens bist du ehrlich und sagst, du stehst da, du bist Deswegen bin dafür. ich doch Moslem, Mann. Ja, okay, Angewiesen. aber lass uns bitte sachlich bleiben. Their wives will be Huris. Okay, so, jetzt gehen wir mal hier hoch. Sure 78 wär's, ich könnte gleichaltrige weibliche Wesen. Naja, gut, das ist, könnten wir schon ansprechen, aber nein. Du musst noch was Schlimmeres finden, ne? Nein, Wow, hier aber sehen Flex wir ist bei. lustig, Mann. Eins muss man sagen, der Junge ist einfach lustig, Mann. Alles gut. Im Sure Positiven, wenn wir jetzt nicht 56. falsch verstehen, ne? Also. Alles gut. Sure 56, Vers 17. Unter ihnen gehen ewig junge Knaben umher. Richtig. Die niemals Allah. bluten. Also Anwar bestätigt sogar das. Ja, junge Knaben sind die, die uns bedienen. Jalla, weiter. Ja, aber warte doch mal, warte doch Wenn man mal, sie anschaut, sehen warte sie aus wie Perlen, ja? Die werden uns bedienen und die werden niemals müde. Ja, aber Anwar, guck mal, Du hast es ich falsch drehe meine verstanden. Kamera. Nein, nein, Anwar, nein.
Nein, nein, Anwar, 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 bitte. Sei wahrhaftig zu dir selbst. Ich bin wahrhaftig. Wir reden hier über das Paradies. Also, wenn wir bei Gott sind, wenn wir bei Huri, Gott sind. Ich will die Huri, Mann. Ich will die Huriät, Mann, unbedingt. Ja, aber Anwar, das, du kannst doch nicht in Gottes Gegenwart solche Gedanken haben. Das sind wirklich... Was heißt Gottes Gegenwart? Weißt du, dass wir das nicht alle Gott sehen werden und nicht immer? Also du bist im Paradies, ja, aber du wirst Gott Nein, nicht sehen. Nein, wenn du einmal bei Gott kommst, dann wirst du ihn sehen. Das, was ist denn das für eine Aussage? Ort, ne? Ganz kurz, Flex, ganz kurz. Du sagst heiliger Ort, ne? Was hat denn Adam und Eva oben gemacht? Schach gespielt? Was, wo haben die denn oben was gemacht? Haben die was miteinander gehabt hier natürlich oder da oben? Was miteinander gehabt. Natürlich. Ja, also. Und also doch nicht im himmlischen Reich. Seine Gattin geschaffen. Die haben da oben natürlich auch gehabt, ja. Nein, haben die nicht. Ja, bei euch, Flex, ihr bekommt irgendwas im Stein gemeißelt und seid froh, Jani. Ich kann dir eine Quelle zeigen. Ich kann dir eine Quelle zeigen, wo Allah auf Adams Schulter geschlagen hat und es sind Menschen entstanden. Ja, ich weiß. Da fragen wir das uns. Ist jetzt nicht gerade warte, das Thema, Flex. Warte, das warte. Da frage ich mich als Christ, wozu brauchen wir dann Eva, wenn Adam von Gott auf den Rücken geschlagen worden ist und es entstehen da plötzlich Menschen. So, wozu brauchen wir Eva? So macht Allah das. Was willst du machen? Meine Frage ist, wozu brauchen wir jetzt Eva? Wenn Eva Allah, und, ganz kurz, wenn ganz Allah, kurz, Flex, guck mal, Flex, guck mal, Habibi, guck mal, ich lass dich gleich reden. Du bist ich doch lass dich gleich oder? Reden. Es sei denn, du ich bist wirklich dich, vom anderen Ufer, dann verstehe ich dich. Lass mich nur kurz meinen Satz vollenden, dann kannst du reden. Genau. Guck mal, bevor ich über dieses Thema weiterrede, was ich jetzt gerade hier mache. Ne? ich will das nur, oh, danke schön. Aber Felix, du hast doch eben gelesen, man wird dort nicht urinieren, man wird dort nicht auf Toilette gehen müssen. Man ja, bleiben wir mal wahrhaftig. Okay. Bleiben wir mal wahrhaftig zu uns selbst. So. Stell dir mal vor, Adam und Eva. Was ist denn mit Adam und Eva? Hatten die jetzt nun Geschlechtsverkehr gehabt? Sind wir durch Adam und Eva entstanden, ja oder nein? Anwar. Ja, natürlich. Wir sind alle von Adam auch entstanden und Eva und. Wie das Allah genau gemacht hat, Allahu alam. Warst du dabei? Okay, gut. Guck mal, Anwar, ich will auf etwas hinaus, damit du verstehst, ja, weil du mich dass dein Fehler ist. Dass dein Fehler wir sind ist. Auf dem Thema Paradies, mein Freund. Warte. Lass uns bitte ehrlich sein. Ja? Wenn wir durch Adam und Eva entstanden sind, ja, dann frage ich mich aber, in der Zeit, wo Adam erschaffen worden ist, warum hat Allah auf Adams Rücken geschlagen und es sind Menschen entstanden und dann plötzlich sagt dann Adam, wer sind denn diese Menschen? Dann frage ich mich erstens, warum hat Mohammed denn Adam nicht gekannt persönlich? Warum haben die nicht miteinander gechillt und Shisha geraucht? Oder, ich will jetzt nicht provokant sein. Das ist, guck mal. Hör zu, so hart ich das sagen muss. Dann frage ich mich eigentlich. Ich muss lachen, Bruder. Warte, jetzt lass uns mal wirklich wahrhaftig und ehrlich miteinander sein. Dann frage ich mich eigentlich, wozu brauchen wir Eva, wenn Allah auf Adams Schulter schlägt und es entstehen schon Menschen? Wozu brauchen wir Eva? Ja, so hat Allah das gemacht, aber er hat für Adam seine Gattin geschaffen. Ja, aber durch wen sind wir jetzt entstanden? Durch Adam oder durch Eva? Beides. Falsch. Falsch. Flex, dieser Vers widerspricht sich komplett. Wenn das da steht, dann ist es richtig, Mann. Ja, aber merkst du nicht, dass da ein Fehler ist? Das ist kein Fehler. Ihr wisst doch nicht mal, ihr wisst doch nicht mal, wie schwarz entstanden ist, wie weiß entstanden ist. Ihr wisst gar nichts. Ja, okay. Ihr wisst das nicht. Okay. Ihr wisst das nicht. Okay, Anwar. Der Islam hat Holi. Alles eine Antwort. Holi. Ja. Zu dem, was ich gesagt habe, ein gesunder Menschenverstand. Hast du mich gut verstanden, Holi, oder hast du mich nicht direkt verstanden? Dann sag es mir bitte. Ja, ich habe dich schon gut verstanden. Da gibt's ja, ich habe noch eine Frage an Anwar. Und ich will nur wissen, ob das stimmt. Holi. Mohammed hat ja gesagt, euer Prophet Mohammed hat gesagt, wer zuerst im Geschlechtsakt kommt, nach dem kommt das Kind.
Ist es Sahih oder ist es Daif? Ich weiß jetzt nicht, ob das Sahih ist. Ich habe das gehört, aber Allahu Alam. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie der Hadith eingestuft ist. Genau. Das könnte sein. Der Mann und die Frau, wenn die ein Geschlechtsabt haben, muss ja irgendwas sein. Einer sieht, du bekommst drei Kinder, einer sieht aus wie die Frau und einer sieht aus wie du. Nein, nein, wer zuerst im Orgasmus kommt, nach dem kommt das Kind. So heißt es Hadith, so hat euer Mohammed. Ja, das könnte sein, ja. Ja, und gibt's da was dran auszusetzen? Ja, also dann fragen wir uns jetzt, guck mal, du hast das, guck mal, Anwar, du hast das jetzt bestätigt. Dann frage ich mich jetzt, sind wir denn jetzt durch Adam entstanden oder durch Eva? Es gibt nur eine Sache. Wir sind durch Adam und Eva entstanden. Also warum gibt es so einen schwachsinnigen Hadith, der sagt, ja, Allah schlägt auf Adam seine Schulter, Menschen entstehen. Und Adam fragt sogar, hey, wer sind denn die Menschen? Okay, kann ich denn noch ein paar Jahre, guck mal, und weißt du, was noch Adam dann sagt? Wie entstehen denn bei euch die Hautfarben? Sag mal. Warte, wir bleiben bei dem Thema. Hast du eine Antwort darauf? Hast du eine Antwort? Sag mir mal. Lass mich doch mal kurz zu Ende sprechen. Ja, dann rede zu Ende. So, und du musst mir mal drauf mal eine Antwort geben. So, Adam sagt, oh mein Gott, oder er sagt, wer sind denn diese Menschen? So, die Frage ist jetzt, wie sind wir jetzt entstanden? Durch Eva oder sind wir durch Adam entstanden? Weil Allah klopft in seinen Rücken und schon entstehen Menschen. Mhm. Da frage ich mich eigentlich, wir brauchen eigentlich keine Eva. Wozu brauchen wir Eva, wenn wir so schon entstanden sind? Da ist schon mal der erste Fehler. Habibi, er hat für ihn seine Gattin erschaffen. Verstehst du das nicht? Also wozu haben sie dann Geschlechtsverkehr? Ja, auch so aus Spaß oben und unten haben sie Kinder bekommen auch. Holi übernimmt für mich. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht. Also, Holi übernimmt. Ich kann Anwar, nicht. Du musst dir mal vorstellen, nicht. Du erzählst solche Geschichten in der Öffentlichkeit. Ja, was dann? Ja, Bro, die nehmen das nicht ernst. Die sagen, das ist, da muss er komplett durch sein, um so an sowas zu glauben. Zum Beispiel die Frage, wo ich dir gestellt habe: Wer zuerst kommt im Geschlechtsakt? Nachdem kommt das Kind. Aber es muss doch irgendwie medizinisch erklärbar sein, warum der eine, warum das Kind nach dem Vater aussieht oder nach der Mutter. Ihr habt auf gar nichts eine Antwort, der Islam schon. Mag für euch zwar komisch Antwort. Klingen, aber Alhamdulillah, wir haben auf alles eine Antwort. Yani ihr, ohne den Islam hättet ihr gar nichts. Okay. Eine Gegenfrage. Du hast gesagt, der Islam hat auf alles eine Antwort. Richtig. Als dein Prophet verhext wurde, gab es eine Prophezeiung, bevor er verhext wurde, oder gab es keine? So viel ich weiß, nein, aber... Siehst du, also hat er keine Antwort, der Islam. Doch, natürlich, aber wir haben ja die Heilung dadurch bekommen. Es kam ja ein Vers... Nein, hat er nicht. Er hat einfach nur gesagt, er ist geheilt im Hadith. Nein. Hadith sagt, Jibril kommt zu Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagt eine Sure, die er sagen sollte. Und das schützt vor diese Sachen. Und so haben wir das gelernt. Das sind Schutzsuren. Hey, Anwar. Okay, aber anscheinend bringt dieser Schutz nicht. Der Schutz bringt Frage was, wenn du den sagst. Der bringt was. Bringt es nichts, gar nichts. Ist sogar bewiesen, dass es nichts bringt. In den arabischen Ländern haben die immer noch Probleme mit den Jinns. Erklär mir eins, wenn Jesus Gott ist, ja, und er wusste, was mit ihm passiert, warum fleht er zum Herrn vor Schiss und sagt, oh Herr, lasse den Kelch an mir vorbeiziehen, dreimal und sagt, die Jünger, warum knifft ihr denn? Während, genau, er war ja, so, ja, du musst es von der Perspektive mir. Sehen, er war ganz Mensch, kurz, ganz kurz, Leute, gibt nicht 100%, ganz kurz, gibt's nicht. Where are my Chicanos? Wo sind meine jesidischen Brüder, Leute? Ich küsse eure Herzen. Wo sind meine Mexikaner? Leute, wo seid ihr, Mann? Alle mal ein Herzchen für die Jesiden, Leute. Alle mal ein Herzchen für die Jesiden. Hörst du mich? Ja, Sugarmelle. Lex, was hast du immer mit Jesiden? Kann ich eine Frage stellen an Anwar, weil er hat etwas sehr Interessantes gesagt vorhin. Er hat gesagt, dass der Islam hätte Fragen geantwortet, die wir Christen nicht beantworten können, oder? Das hast du gesagt. Ich hätte ihr wisst nicht, Frage wie Hautfarben entstehen. Ihr wisst warte nicht, mal, was, warte mal. Ich habe jetzt eine Frage. Wie ein Embryo und die Frau entstehen, mal. Anwar, hast warte du das mal. Eben gesagt, was er mit den Jesiden hat? Ja, ich habe gefragt, ja, das war jetzt nicht negativ, aber okay, ich habe gefragt. Okay, aber jetzt mal ganz im Ernst. Wenn du hast mich jetzt gefragt, ja, was habe ich denn mit den Jesiden? Darf ich die Jesiden nicht lieben? Ist das ein Problem, Anwar? Rede weiter, Mann. Ja, Anwar, sei ehrlich. Er hat ein Problem. Rede weiter. Warum hast du ein Problem damit, dass ich Jesiden liebe? Jetzt mal ohne Spaß. Vom Thema, wir waren bei einem anderen Thema, die unten hatte eine Frage. Ja, ey, ich muss auch meine Leute unterhalten ein bisschen.
Ja, was Max, ich habe eine Frage an Anwar, das ist sehr, sehr wichtig. Er hat gesagt, also das ist ziemlich peinlich, diese Aussage von diesen Hadithen. Aber jetzt hätte ich eine Frage. Dein Prophet hat ja auch gesagt, dass Frauen Spermien haben. Und das ist ja nicht wahr. Das wissen wir in 2023. Das stimmt sogar nicht. Was hältst du davon? Vielleicht ist das ein schwacher Hadith. Keine Ahnung. Kann sein. Nein, nein, das ist kein schwacher Hadith. Guck mal, der Koran, die Wissenschaft forscht anhand des Koran und nicht anhand der Bibel. Haben Frauen Spermien, ja oder nein? Also da, es ist aber ein schwacher Hadith, da bin ich überfragt, ja. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, der Hadith ist schwach. Allahu a'lam. Der Hadith ist nicht schwach. Ich kenne den Hadith sogar, dass die Frau Spermien hat. Das ist sogar, glaube ich, als Sahih oder Hassan eingestuft. Nein, aber Flex Elhamdulillah. Islam hat ja, sag uns mal ein paar Antworten. Wie entstehen Hautfarben? Wie entsteht die Frau im Körper? Du hast doch, guck mal, Anwar. Im Körper, ihr wisst gar nichts. Also ich wusste nicht, dass ich einen Mann schwängern kann, weil ich Spermien habe. Das wusste ich nicht. Du, also ja, ey, Sugar Melon, du hast tatsächlich Sperma. Ich weiß, ob Mann mal schwanger wurde, aber Männer können nicht schwanger werden. Also von daher. Ach du Scheiße. Ja. Also eine Frage, da steht, suche 88. Ja, diese Aussage von der war auch bitte so. Suche 86, Vers 6 und 7. Kannst du mal nachschlagen? Flex, ich muss noch mal kurz raus und wieder rein, weil ich die Kommentare nicht sehe. Flex, Sura ja, 86, Vers 7. Was? Sura 86, Vers 7. Holy. Ich habe eine Frage. Hilft dir das Buch von Christian Prince viel weiter, oder? Nein, ich gucke schon mittlerweile bei islam.de. Sehr gut, dass du bei uns so viel nachforscht. Ich meine, eure Religion, wir haben versucht, gemacht, aber ist nichts Interessantes drin, weißt du? Alles ist spirituell, ey, Junge, euer Paradies, ihr bekommt ja, das muss auch spirituell sein. Bei uns, Anwar, bei uns gibt es keine Huris mit blutroten Augen. Ja, ich weiß. Also ich weiß. Wie Dämonen, die werden wie Dämonen beschrieben und ihr glaubt tatsächlich daran. Die werden nicht wie Dämonen beschrieben. Ne? Das sind natürlich, Frauen, blutrote Augen. Das sind Frauen aus dem Paradies. Ja, blutrote Augen sind Frauen. Anwar. Blutrot. Anwar. Yo, Anwar, wenn das okay ist, ich möchte nur kurz weitermachen, Anwar, und wenn es dir nichts ausmacht, ich würde gerne noch jemand anders hochholen. Nein, das macht mir nichts aus. Ich habe gesagt, was ich zu sagen hatte. Das war's. Ja, alles gut, bei allem Respekt. Also ich habe ja schon mal gesagt, es gibt kein Problem, aber ich mache ganz normal meine Aufklärung und Nein, alles genau. Gut. Ja, oder ich hole kurz noch... Anwar, wenn ich hol noch jemand anders hoch und dann, wie gesagt, dann du bist kann ich dich später oder so nochmal hochholen. Sagt, ich bin Muslim nur für die Huris im Himmel. Wenigstens bist du ehrlich, Junge. Aber weißt du, dass die Wahrheit ist, wenn du sterben wirst, wirst du einfach im Himmel gehen und dann wirst du hier Scheitern sehen mit deiner Tanga. Und dann wirst du richtig schockiert sein und dann wirst du dir denken, das war alles eine Lüge. Aber dann wird es zu spät sein. Ja, aber so reden wirklich Leute, die wirklich nicht ihre Schriften kennen. Das ist einfach so. Ja, natürlich. Du kennst so gut deine Schriften. Es ist auch bewiesen im 2023, dass Frauen Spermien haben. Das ist auch bewiesen. Und wenn der Mann als erstes kommt zum Beispiel, dann wird der Kind ihn ähneln. Das ist doch natürlich. Das haben wir auch so studiert, ne, Flex? Es gibt Studien. Katastrophe. Ja, natürlich. Der Islam hat Antworten für alles. Und wir haben natürlich auf alles eine Antwort. Ich habe gerade eine Frage gefragt. Genau. Und, anscheinend hat er nicht alle Antworten. Es ist einfach nur gesagt und nichts ist bewiesen. Gar nichts, null. Alles gut. Hauptsache, wir bleiben respektvoll. Carlo 47, ich habe sehr oft gesehen, wie du beleidigt hast. Was können wir denn für dich tun, mein Lieber? Ich habe dich nicht beleidigt. Ich verstehe dich gar nicht. Hörst du mich? Schön. Jetzt hören wir dich, ja. Hi, grüßt euch. Schönen Abend zusammen. Flex, ich muss dir sagen, ich habe dich am Anfang gefeiert, sag ich ganz ehrlich. Ich habe gedacht, cooler Typ, macht coole Runden, nette Gespräche unter verschiedenen gläubiger Kulturen und Menschen. Bis ich gemerkt habe, dass du langsam eine Schiene fährst, die nicht freundlich. Warum? Was für eine Schiene fahre ich denn? Was gefällt dir denn nicht? Keine Antwort. Wir hören dich ganz schlecht, Carlo. Wir hören ihn ganz schlecht, also ich verstehe gar nichts. Ich höre ihn auch nicht.
Die Leute schreiben, er ist vielleicht besoffen. Nein. Ja, Carlo, ich höre gar nichts, Carlo. Bist du noch da, Carlo? Carlo? Hallo, hallo? Ah, ist Wir hören dich. ja, jetzt von der Verbindung Dein missverständlich. Internet ist ganz schlecht. Okay, wo war ich stehen geblieben? Allah Bruder, ich gehe Sumban hat ihn runter. Muss morgen weggetreten. früh raus um 5 Uhr. Guck mal, Okay, hier, okay. Allah Sumban. Ey, Deswegen ist Leute, Sumban ich flex. hatte keine Internetverbindung. Warte mal bitte. Okay, Auf Holi, jeden wir Fall. sehen uns morgen, Holi. Ja, bis morgen. Ciao, ciao. Bis morgen, ciao, Ciao, ciao. Holi. Hörst du mich jetzt? Jetzt hören wir dich. Du hattest mal erwähnt, dass du kurz davor wärst zu konvertieren, Islam und hier und da und bla bla bla, ne? Genau, richtig. So, das heißt, du hattest eine Zeit lang Sympathie für muslimische Freunde, Bekannte, Brüder und so weiter und so fort. Ich hatte Richtig? tatsächlich, So. ja. Und jetzt für dich als Mensch, du sagst hier Liebe und Gottes Segen und bla bla bla. Findest du nicht, dass es nicht mit dem übereinstimmt für das, was du dich gibst, weil du jetzt über die Muslims so herziehst? Ich lasse dich zu Ende reden und dann sage ich dir mein Statement da auch dazu. Du sprichst Sympathie quasi für alle Völker auf der Welt aus, außer für die Moslems. So kommt es rüber, leider. Und ihr Okay. sitzt da und tust so, als hättest du das Rad neu erfunden und suchst schwarze Flecken auf einer weißen Tafel. Okay, das ist. Warum? Bist du Warum? fertig? Darf ich Warum? reden? Nein, lass mich bitte kurz ausreden und dann kannst du. Warum versuchst du nicht deine Religion, ja, so zu präsentieren, dass du die erstmal eure eigenen Leute wieder zurück zum Christentum holst, als dass du hier eine Gruppe bildest mit 200, 300 Islam-Hassern? Ja, dann wäre dein Content nicht so stark. Das stimmt nicht. Doch. Nein. Wenn du jetzt da sitzen würdest Aber und sagst, oh, ich warte, bis du fertig bist und dann werde ich auch meinen Senf dazu geben. wenn du jetzt sitzen würdest und sagen würdest, ah, Christentum, ah, hier, also einfach Aufklärung über deine eigene Religion und lass mal den Islam komplett außen vor. Ja, versucht doch erstmal eure eigenen Leute erstmal zurück zum Christentum zu führen. Okay. Bist Dann du würdest du hier nur noch mit 10, 20 Leuten sitzen, glaubt mir das. Alles klar, gut, dann gebe ich dir auch dazu jetzt den perfekten Statement dazu. Und das wird auch der perfekte Statement sein, wo du auch nicht mehr hinterfragen wirst, warum, weshalb, wieso. Also, ich hoffe, das hat nichts mit Eifersucht oder Neid zu tun, weil das kommt mir ein bisschen so vor, als wärst du neidisch, ja. Auf was soll ich Zweitens, neidisch sein? Warte mal, auf was soll keine ich denn Ahnung, du neidisch hast ja sein? irgendwie gemeint, so ja, wegen meiner Zuschaueranzahl und ich hätte nicht so viele, wenn ich nicht über das gesprochen hätte. Warum seid ihr Ganz alle kurz. gleich Bin das so, erste warum Mal bin ich live. darf ich ausreden? Ich habe dich Live. ausreden lassen, Carlo. Das Darf ich erste ausreden? Mal bin ich live. Ja, okay. Carlo, darf ich ausreden? Erzähl. Ja, erzähl. Okay, Dankeschön. Aber bitte unterbrech mich nicht, ja? Bitte. Die zweite Sache Okay. ist, was ich hier mache, ist eine ganz normale Aufklärung. Ja? Damit meine Brüder und Geschwister nicht in die Irre geführt werden oder in einer falschen Richtung gehen, verbreite ich gleichzeitig das Evangelium und gleichzeitig rede ich über den Islam, um zu zeigen, hey, guckt mal, was da drinnen steht, bevor ihr die Seiten wechselt, ja. Überlegt es euch ganz gut und schaut euch die Geschichte mal ganz genau an. Und das ist meine Arbeit, die ich hier mache. Was ich mache, ist keine Hetze. Ich zitiere aus der Quelle. Fertig. Und was ich noch hinzufügen muss, ja, wenn dir dieser Stream nicht passt, wenn du sagst, okay, dieser Stream, das ist dir zu viel. Weißt du, was du machen kannst? Du kannst ganz Ich weiß, normal hast du schon ein paar hochgehen. Mal gesagt. Lass mich zu Guck Ende mal. reden, bitte. Lass mich zu Ende Ja. reden, bitte. Was du machen kannst, du gehst oben, drückst den Namen Flexer Brainia und dann musst du einen einzigen Knopf betätigen. Und weißt du, wie dieser Knopf heißt? Der heißt Sperren. Du kannst mich sperren und du siehst meinen Stream nie wieder. Nein, Das ich ist bin ja nicht nicht so. gegen dich.
Moment, ich bin noch nicht fertig. Ich habe dich ausreden lassen. Ich habe dich ausreden lassen. Ich möchte zu Ende reden. Lass mich zu Ende reden. Du bist sogar sehr sympathisch, deswegen komme ich auch immer wieder rein. Verstehst du, was ich meine? Carlo, warte bitte kurz. Carlo, lass mich bitte ausreden. Bitte. Das Einzige, was du machen kannst, du kannst hochgehen zu meinem Namen, wenn dir das zu viel ist, und ganz einfach auf den Knopf drücken, Flexabrania sperren. Du wirst nie wieder von mir hören, du wirst nie wieder meinen Stream sehen. Das war's. Und das Nächste ist auch, wenn du daran interessiert bist, dann bleibst du hier drinnen und hörst dir das an und schlägst die Quellen selber auf. Und dann schaust du dir die Geschichte selber an und guckst, stimmt das, was dieser Flex sagt oder nicht? Deswegen schlage ich immer die Quellen auf. Ich rede immer mit Quellen. Und ich sag's nochmal, wenn dir das zu viel ist und du sagst, ey, oh mein Gott, ich kann den Kerl nicht mehr zuhören, geh hoch zu meinem Namen hier oben, drück auf Flexabrania, sperren, du siehst nie wieder ein Live-Session von mir. Das war's. Guck mal, das ist doch direkt schon auch ein Zeichen von dir, eine Art und Weise der, ich will nicht sagen Abneigung ist, aber ich dachte, wir sind alles Menschen und Gottes Segen für alle, oder nicht? Also, dann hör dir das an und schlag die Quellen selber auf und du wirst selber erkennen, dass ich keinen Scheiß rede, weil die Sachen stehen da drin. Okay, was ist denn deine Intention? Den Islam schlecht zu machen? Oder? Nein, aufzuklären. Die Dunkelheit. Also, ich sag's dir. Antworte bitte. Mein Herr hat mich gelehrt. Eine Frage. Mein Herr hat mich gelehrt, das Evangelium zu verkünden. Aber gleichzeitig die Dunkelheit ans Tageslicht zu bringen. Und das tue ich gerade. Ja, aber du suchst eher Dunkelheit als euren eigenen Glauben euch nahe zu bringen. Denn was ist deine Intention? Ist es eher? Was meinst du denn? Du musst ja sachlich mit mir reden. Genau. Deine Intention ist die eher den Islam schlecht zu machen oder Leute fürs Christentum zu gewinnen? Warte mal, wenn ich jetzt etwas aus deiner Quelle zitiere, ist es dann Islam hassen, wenn ich aus deiner Quelle zitiere? Nein, aber du suchst schwarze Flecken auf einer weißen Tafel und das ist ja, weil die schwarzen Flecken sind überall zu sehen, das ist das Problem. Okay, ich habe eine Frage. Angenommen, ich möchte zum Christentum konvertieren. Okay. Was muss ich dafür machen? Dein Internet ist ganz schlecht, mein Freund. Ich höre dich wirklich sehr abgehakt ab und zu mal. Okay. Hört man mich jetzt? Was hast hört du für man mich? Internet? Ja, ich sitze gerade hinten ein bisschen abseits so. Okay. Was muss ich tun, um Christ zu werden? Was muss ich tun, um Christ zu werden? Gar nichts. Du musst wahrhaftig zu dir selber sein und du sollst selber das Buch zur Hand nehmen und selber lesen und die Wahrheit wirst du erkennen. Oder, was noch besser ist, Carlo, wenn du beten tust, frag Gott, wer bist du? Schäm dich nicht dafür, sei wahrhaftig zu dir selbst. Geh auf die Knie, Carlo, ich sage dir etwas. Alhamdulillah bin ich Muslim, weil ich es hinterfrage und außer der Islam macht alles andere für mich keinen Sinn. Dann willst du die Wahrheit auch gar nicht erkennen. Muss ich mich taufen lassen? Du hörst mir nicht zu, Carlo. Ich habe dir die perfekte Antwort gerade eben gegeben. Du hast mir nicht zugehört. Habe ich nicht. Okay, erzähl. Du hast gesagt, was muss ich tun, um was? Christ zu werden. Ja. Muss ich mich taufen lassen? Meine Antwort war, du musst gar nichts von dem machen, sondern du musst wahrhaftig zu dir selber ehrlich sein. Ja. Schlag erstmal dein Buch auf und lies erstmal deine Quellen und dann kannst du sagen, oh, dieser Flex hatte recht gehabt. Nimm selber dein Buch zur Hand und lies deine Quellen. Viel gravierendere Punkte gibt es in der Bibel genauso.
Und jetzt mal zu meiner Frage. Muss ich mich taufen lassen? Carlo, hörst du mir überhaupt zu? Oder einem Pastor? Sag mal, ist das, ja, ist doch eigentlich so, man lässt sich taufen, richtig? Nein, du hast mir nicht zugehört. Carlo, hörst du mir überhaupt Beantworte zu? Antworte doch mal auf meine Frage. Antworte mal auf meine Frage. Du muss hast ich mich die taufen? Antwort schon lange bekommen. Das ist deine Meinung. Nein! Wieso taufen sich dann die Leute? Oh je. Yeah. Oh, yeah. Sugar Melon Marouche, möchtest du das bitte für mich übernehmen? Ja, nein, Bruder, ich glaube, das macht keinen Sinn, nicht böse gemeint, aber ich glaube. Der Flex, der das Rad neu erfunden hat und sucht Fehler im Islam. Sag doch mal, muss ich mich taufen lassen? Wieso suchst du denn bei allem Islam? Bei allem Respekt, Carlo, das ist nicht böse gemeint, aber das ist zu viel. Also ich merke, du hörst mir auch nicht zu, Carlo. Es ist nicht böse gemeint, bei allem Respekt. Ich habe dich jetzt runtergesetzt, weil du die Wahrheit einfach, du hörst mir einfach nicht zu. Das geht dann nicht. Das funktioniert nicht. Ich brauche Leute, die mir zuhören. Also wenn er mir nicht zuhören kann und sorry, also. Aber du suchst Fehler im Islam, ne? Sagt er. Das hat er nur so gesagt, denke ich. Ja, das aber man braucht doch gar nicht keine Fehler zu suchen im Islam. Nee. Das ist doch klar. Du musst nicht mal suchen. Katastrophe. So, er fragt, wie wird man Christ und so angenommen, ich will Christ werden, angenommen, ich will Muslima werden. Was muss ich machen? Ich muss nur einen Satz, einen Zaubertrick aussprechen, dann bin ich Muslima. Was ist das? Das Problem ist der Unterschied zwischen Gottes Segen. Toni, bist du das? Ja, mein Bild ist nur weg, Bruder. Ja, ich wollte schon sagen, ich habe mir gedacht, so der Name, das ist doch genau gleich wie den Toni, den ich kenne. Ja, also. Ja, irgendwie habe ich ein Bild gemacht mit einer Waffe oder so angeblich und 24 Stunden gesperrt jetzt. Ne? Ach du Scheiße. Oh Gott. Ich habe vergessen. Also deswegen Silvester wird schwierig. Ich kann keine Videos posten von den ganzen Schießerei, die ich da veranstalten werde. Ja. Sobald ich das hochlade, die sperren direkt meinen Account, weil ich habe ja geplant, jetzt im Silvester zu schießen, aber das wird nicht funktionieren. Sobald ich das einmal hier hochlade, mein Account wird direkt gesperrt. Direkt, ich weiß das, deswegen keine Waffen. Was wolltest du gerade sagen? Was ich sagen wollte. Eben bevor du Toni begrüßt hast, wolltest du was sagen wegen dem. Tatsächlich wollte ich was sagen, aber jetzt habe ich den Faden. Sugar Melon hatte ja irgendwie gesagt, dass man ein Zauberwort sagen muss. Genau. Wir müssen ja eine Sache. Koma, Lamoki, ich küsse doch eure Herzen, wirklich. Soll euch Gott 1000-mal belohnen, mehr wie ich. Ne? Leute, ich küsse eure Herzen für die Geschenke, wirklich, für eure Unterstützung, wirklich. Nochmal zurück zum Thema. Beim Islam ist es eben halt so, ja, es heißt ja, Alhamdulillah, ich bin Moslem, ja, die haben noch nie die Schrift gelesen und das wäre mir ja auch passiert, ja, also ich rede von letztes Jahr, man hat zu mir gesagt, ja, nimm den Islam an, du kannst doch nicht etwas annehmen, wenn du es noch nie gelesen hast, ja, und dann sagt man, Alhamdulillah, was eine schöne Religion, aber kennst die Schrift nicht. Unfassbar. Und jetzt musst du dir vorstellen, jetzt spricht man, also sorry an die Muslime, die hier drinnen sind, wenn ich das jetzt sage, ja, ich mache auch ein bisschen Spaß, ja, dann spricht man dieses Simsalabim-Sprichwort, Zauberspruch, la ilaha illallah, und das geht in dein Ohr rein, bumm, und du bist schon verzaubert. Und jetzt bist du, ist nicht böse gemeint, Leute. Ich komme in tausend. Aber alle deine Sünden werden. Hallo, ich habe meine Frage. Nur mit einem Zauberspruch. Das ist nicht böse gemeint, Leute, aber ihr müsst euch mal vorstellen, ja, einmal dieses Zauberspruchwort la 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 boom und schon hast du diesen Geist in dir. Okay, alles klar, kein Problem. Aber während man, sagen wir mal, diesen Zauberspruch, das ist der Unterschied, ja. Wenn wir im Christentum,
Da sprechen wir keine Zaubersprüche. Es ist wahrhaftig, es kommt vom Herzen. Du musst den wahren Gott erkennen. Du musst die Schriften lesen und verstehen, oh, okay, das ist wirklich der wahrhaftige, lebendige Gott. Aber wenn du das nicht machst und einfach so, man liest das mosaische Gesetz, man hat es nicht mal verstanden und denkst du so, schlecht und schmeißt es weg. Und denkst du so, Alhamdulillah, ich bin Moslem. Nur weil man einmal einen Simsalabim-Spruch gesagt hat und schon denkst, oh, was, wie schön es ist. Back. Nein, Leute, so funktioniert das nicht, Leute. Bruder, ihr müsst wahrhaftig und ehrlich zu euch sein. Ja, Toni. Bruder, du musst dir mal nur eins vorstellen, so, ne? Du musst dir mal diese Leute anschauen, die zum Islam konvertieren. Du musst dir einfach nur mal anschauen und was für einen Stand die haben, so Wissensstand. Ich will nicht sagen, wie die aussehen, so, keine Ahnung, auf jeden Fall. Und da musst du dir mal die Leute angucken, die vom Islam zum Christentum kommen. Wie ein Abdel Samad, wie Amir, wie der, wie des. Wie intellektuell die sind, Bruder. Und das sehr daran, intelligent daran, vor allem. Ne? Daran sehr intelligent. Erkennst du ja, daran erkennst du das ja. Wann dann sehe ich bei TikTok so viele und dann auch Frauen und so Jungs und irgendwelche und die lachen da die ganze Zeit, so kleine Kinder, hey, ich bin Muslim, hey, und dein Jesus hat Pimpers, hey, so. Dann denke ich. Ja, die immer, haben auch keine Ahnung, was die da sagen. Die brauchen wir auch gar nicht, diese Leute. Weißt du, was ich meine? Aber es ist schade, dass sie so verblendet sind, Bruder. Das tut schon weh. Ne? Dass die so in die Irre gehen sozusagen und dann sagen die immer, Allah soll dich recht leiten, aber die gehen in die Irre, die sagen, aber dir soll dich recht leiten. Dann sage ich, wie soll er mich denn recht leiten? Der kann nichts. Ja. Was kann denn Allah? Der kann nichts. Wie soll er mich recht leiten? Möge Jesus Christus alle recht leiten, Bruder, weil er kann das ja auch, weißt du? Und das ist so unfassbar. Ich war gerade in dem Stream bei dieser Schwester, wie heißt die, diese, keine Ahnung, die heißt jetzt Verity oder Verita oder so. Du meinst diese Sternchen? Ja, Sternchen, genau. So, danke, Bruder. Ich war ja gut, keiner interessiert sich ja für Sternchen. Ich weiß ja, wer sie ist. Gott, weißt die ist so schrecklich. Die ist so schrecklich. Ich habe noch nie so eine Lügenbolde gesehen wie die. Das ist ja schrecklich. Ey, das ist unfassbar. Ich wollte vernünftig mit ihr reden. Die hat mich die ganze Zeit gestummt, Bruder. Ne? Und da hat die so einen Vers gelesen von Offenbarung 3, 16, irgendwas. Ne? Da steht, dass Jesus halt Zeuge der ersten Schöpfung war und sie sagt, siehst du, Jesus war die erste Schöpfung und so, also wurde der geschöpft. Ich so, hey, kannst du nicht lesen oder was? Da steht, er war der Zeuge, der treue Zeuge der ersten Schöpfung. Stand also hier. Von Adam war er die, der Zeuge so, er war dabei bei Gott, als Gott Adam geschöpft hat, so, ja, geschaffen hat, dann sagt sie, nee, da steht was anderes. Und da habe ich gesagt, kannst du nicht lesen? Dann hat das Ding ist, du musst dir vorstellen, ich muss das knallhart sagen. Homa, ich komme gleich auf dich zu. Komal, ich küsse dein Herz, Bruder. Du musst dir vorstellen, sobald man einmal das Simsalabim Zauberspruch in den Ohr bekommen hat, verstehst du die Bibel sowieso nicht mehr. Weil deine Augen sind total zu. Ja, du kriegst einmal dieses Simsalabim-Sprichwort in dein Ohr einmal zugepfiffen, bumm, auf einmal deine Augen sind so. Richtig. Ah. LSD. Und du willst dann nichts mehr von der Bibel hören. Du kriegst einmal Simsalabim, bumm. Denkst du so, oh, aha. Das ist wie so ein Zauberspruch. Aber wenn du die Offenbarung liest, dann verdrehst du da keine Worte, sondern du hörst, du liest es und denkst dir so, aha, okay, darum geht's gerade. Aber du kannst nicht irgendwas in den Raum stellen und sagen, dass es, sagen wir mal, ups, scheiße, das ist, keine Ahnung. Ja, wo du vorhin gesagt hast, Bruder, ne? Wo du vorhin gesagt hast, vor einem Jahr hättest du fast konvertiert zum Islam, Bruder, ne? Das musst du dir mal geben, Bruder, wie der Herr dich sozusagen festgehalten hat hier im Glauben. Und Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, ich sag dir ganz ehrlich, von meiner Persönlichkeit her, wäre ich zum Islam konvertiert, ich sag dir, ich wäre ein brutaler Salafi. Boah! Ich wäre ein heftiger Salafi. Du glaubst oder nicht, Bruder, ne? Was für ein Heftiger. Als ich das erste Mal in deinen Stream gekommen bin, ne, habe ich gedacht, du wärst ein Salafi, weil wegen dem Bart so weg und so. Ich habe das auch früher immer gemacht, so Bart weg, also Schnurrbart weg und hier Bart, ne?
Die haben auch immer, auch die Christen, meine Freunde immer zu mir, Bruder, du siehst aus wie ein Salafist, so, ne? Und wo ich das erste Mal dich gesehen habe, ich so, hey, das ist so ein Hassprediger oder so, weißt du? Fall wirklich, wegen dem Schnurrbart. Nee, ernsthaft, ich sag euch ehrlich, ich wäre fehlgeleitet. Dass die dich richtig radikalisiert hätten und so, weißt du, ich kann mir das schon vorstellen. Ich wäre ein heftiger Salafi, würde der Herr nicht mit mir sein, ich sag euch ganz ehrlich, Leute, ich wäre so ein heftiger Salafi. Ich glaube, die Christen hätten alle mit mir, ganz Deutschland hätte mit mir ein Riesenproblem. Sag dir ganz ehrlich. Ja. Weil so wie ich bin und vom Denken her, wenn ich an etwas glaube und ich weiß, es ist die Wahrheit. Und Gott sei Dank bin ich Gott froh, dass mich der Herr festgehalten hat und mir die Wahrheit gezeigt hat. Ansonsten hätte ich wäre verloren. Ich sag euch ehrlich. Diese ganzen auch, die zum Christentum so konvertiert sind, ne? Viele haben so einen Hintergrund auch gehabt, so die richtig radikal waren früher so, ne? Auch der Abdel Samad zum Beispiel, ne? Der ist ja kein Christ oder so richtig, aber der ist ja so nicht konvertiert, der hat Islam einfach nur verlassen so. Ist dein Herzfarmer. Der zum Beispiel, der war sein Vater Imam, der war auch bei den Muslimbrüdern, Amir war voll in der Sunniten-Dings, die waren richtig so dabei, weißt du? Und dass der so gezogen hat und dass die dann so eine Aufklärungsarbeit machen und so, ne? Das ist einfach nur Wahnsinn, Bruder, weißt du? Wahnsinn. Muss Wahnsinn. Man sich mal vorstellen. Ja, geben wir mal kurz den Homer Rederecht, weil wir haben jetzt echt lange geredet, ohne den zu grüßen. Homer. Alles in Ordnung, hallo, grüße. Ich habe nur eine kurze Frage. Ja. Flex, gibt es einen schwarzen Weihnachtsmann? Einen schwarzen Weihnachtsmann? Was ist das für eine Frage? Weil wir sind auf der Suche, wir brauchen jemanden, der für 400 Euro bei uns arbeiten kann. Ist das jetzt eine Beleidigung? Oder das ist so lächerlich, Kollege. Zweite Frage. Das ist stimmt nur es, peinlich, dass du weiße Schokolade essen musst, damit du dir nicht schämen, in die Finger essen? Oder allein sowas zu reden, ja? Einfach also, schämen, ja? Dankeschön, dass du da warst, aber deine Aussagen lächerlicher Typ. Also, ich muss ganz ehrlich sein, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so einen dummen Jungen überhaupt gesehen. Wie kann man nur so verblödet sein? Die arme Mutter, die tut mir so leid. Ich küss ihr Herz, wirklich. Aber dass diese Mutter so ein verblödetes Kind auf die Welt bringt, sorry. Das tut mir von ganzem Herzen leid. Islam drinnen. Für so einen Scheiß hängt er eine halbe Stunde rum. Und es tut mir wirklich von ganzem Herzen leid, dass ich das sagen muss, ja. Ihre Mutter kann, die Mutter von denen kann echt nichts dafür. Aber ganz ehrlich, auch Patient, dieser Halo vorhin, ne? Dieser Halo 47, dieser Typ gerade, ne? Der war auch komisch, ja. Du hast auch viel zu viel so Zeit in ihn investiert. Ich bin so eher, ich bin sofort so, ne? Ich mach den entweder K.O. sofort mit Worten, ne? Und schick ihn direkt Jahannama zu Mohammed, aber davon mal abgesehen, also ich wollte deswegen auch die ganze Zeit, habe ich gesagt, nimm mich hoch, ich wollte mit ihm reden, so, ne? Und ihn auch direkt mundpropagandamäßig tot machen, so. Auf jeden Fall, das ist unerträglich, weißt du, was ich meine? Auch dieser Homer, der war auch vorhin bei dieser eine Verblenderin da, war der auch im Stream, wusste schon, dass da Müll kommt, aber ja, ist ja auch auf jeden Fall... Leute, ich küsse eure Herzen für die Geschenke, jetzt mal ohne Spaß. Die Leute sind mal wieder hier am Eskalieren hier. Ich küsse eure Herzen und ich hoffe wirklich von ganzem Herzen, dass ihr mehr belohnt werdet wie ich, ne? Bin ich ganz ehrlich. Und sollt ihr das Fünffache bekommen. Ne? Solche Leute, also ich versuche so gut wie möglich einfach, dass wir eine saubere Community bleiben und nicht so wie diese Gummibärbanden sind. Wir bleiben wahrhaftig, wir bleiben einfach ehrlich und reden über das Evangelium, aber wie gesagt, auch an die Muslime, ich sage es nochmal, das ist eine Aufklärungsarbeit hier. Wenn es euch nicht passt, und ich sage das ganz, ich sage ehrlich, wie es ist, wenn es euch nicht passt, einfach oben klicken, Flexabrania sperren, ihr werdet meinen Stream niemals wiedersehen, ganz einfach. Ne? Ihr werdet es nie wiedersehen, deswegen kommt dann gar nicht erst hier rein.
Entweder wenn ihr hier reinkommt, dann hört zu. Ja, ich habe vorhin gesehen, dass ein jesidischer Bruder hier geschrieben hat: Hey, ich bin zum Christentum konvertiert. An die Jesiden, ich küsse eure Herzen, ich küsse die Herzen eurer Mütter, ja, an die Jesiden. Und wenn unsere mexikanischen Brüder hier sind, Leute, ich küsse eure Herzen. Ne? Hast du Love heute goes out Mexikaner on the getroffen? Chicanos. Und die Aramäer schreiben schon hier rein: Leute, ich küsse eure Herzen. Von eure Mütter, jetzt ohne Ey, Spaß. Flex, du hast die Albaner vergessen. Albaner. Hey. Ich küsse eure Herzen, Leute. Wirklich, ich küsse eure Herzen. Wirklich. Ich küsse eure Herzen, Leute. Was bist du eigentlich für ein Landsmann? Ich komme aus Ghana. Echt? Yeah. Sehr schön. Next. Ja. Aus Ghana. Nee, wirklich, Blackstar, Leute, wir haben oder? wirklich einen sehr, sehr schönen Abend gerade, ja? Heißen die nicht Blackstars, die Mannschaft von Ghana? Blackstars, genau. Blackstars, ist schon richtig. Alano 47, yes, du kannst reden, mein Lieber. Wie geht's dir? Guten Abend an uns alle. Guten Ich Abend. hatte eine Flex? Frage. Ja? Kommt die Also, Boateng ich bin nicht auch selber aus Ghana? Jeside. Hörst du mich? Die kommen aus Ghana, ja, tatsächlich. Ah, sehr schön. So, jetzt Alano, sorry, wenn ich unterbreche, jetzt kannst du reden. Alles gut, also ich bin selber Jeside. Und ich wollte so sagen, so, was deine Meinung zu Jesiden? Nochmal was? Also, was dein für Jesiden sind. So, hab den jetzt nicht verstanden. Ich glaube, der hat ganz, ganz schlechten Empfang. Er Er meinte, fragt, was was deine deine Meinung Meinung ist. zu Jesiden sind, Flex. Warte mal kurz, ich hab den gar nicht verstanden. Der hat sehr, sehr schlechten Empfang. Der soll noch mal eine Anfrage stellen. Was meint er denn, was ich zu von Jesiden halte, Ja, was oder? seine Meinung von denen ist, also ob sie gut oder Genau, schlecht sind. schieß mal los. Hat er das Meine einfach Meinung nochmal zu gesagt? Jesiden. Also ich unterstütze Jesiden, warum? Weil das ist eine Minderheit. Plus, ich habe einfach das Herz für die. Weil das, was ich da gesehen habe, was da 2014 passiert ist mit denen, bin ich ganz ehrlich, wirklich, also da heult mein Herz. Also ich weine da, ich sage euch ganz ehrlich, wie es ist, das tut schon weh. Was mit denen passiert ist, man, ganz ehrlich. Oder ein ehrlicher Mensch, weißt du, der ist immer auf der Seite der Unterdrückten, der Armen, der Schwachen, weißt du, das automatisch. Ja, Das war von bei mir genau. als Kind schon immer, immer, egal wo ich gesehen habe, Schwache, ich habe immer geholfen, immer auf der Seite automatisch. Auf der Seite der Schwachen, immer. Das ist Absolut. einfach angeboren. Flex hat er eine Anfrage geschickt. Kannst du ihn nochmal hochholen? Der muss nochmal eine Anfrage schicken, den kann ich ihn einladen. Weil ich habe ihn ganz schlecht gehört, deswegen habe ich ihn kurz rausgemacht. Der soll nochmal eine Anfrage schicken. Hat er noch keine geschickt? Ich muss gucken. Jetzt. Dankeschön, Leute. So, Alano, hörst du uns? Ja. Und so, jetzt. Alano, du kannst ruhig reden, ne? Wir hören dir zu. Ja, alles gut. Also, du hast meine Frage eigentlich schon beantwortet. Ach so, Ja. okay. Ja. Nee, alles gut. Du bist Jeside aus Irak, oder? Nee, aus Armenien. Armenien. Ah, Genau. okay. Ja, Xalti, feier dich als Jeside, Bruder. Ich küsse dein Herz, Mann. Ich küsse dein Herz. Ne? Genau. Ja, Leute, wenn ihr noch was sagen wollt, gerne. Morgen könnte ich eigentlich ein anderes Thema eröffnen. Ne? Da gehe ich noch mal ein bisschen tiefgründiger in gewisse Sachen rein. Ansonsten Alano, wenn du ein bisschen was sagen möchtest, gerne Toni, Bero, Sugarmelon, Marouche, wenn ihr was sagen wollt, könnt ihr gerne, ne? Alano, hallo, hörst du mich? Ja.
Okay, kannst du denn was dazu sagen? Hat deine Familie irgendwie damals das miterlebt, was 2014 passiert ist? Kannst du was dazu sagen? Also, mein Onkel und so, die waren gefangen. Also wir selber waren dieser Zeitpunkt in Türkei, aber mein Onkel und so sind immer noch da, also bei IS und so. Und also wenn man mitbekommen hat, dann kann man es mehr dazu sagen, so. Mhm. So ein Völkermord an so eine kleine Gruppe ist auch hart. Also Esko hat, unser Bruder Esko hat 2014 das dort, also ich kann nicht drüber reden, Leute, ich sag euch ganz ehrlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich habe mir Videos angeschaut, ja, 2014, was mit den Jesiden passiert ist, Leute, ich kann nicht drüber reden, das tut mir einfach weh. Leute, ich kann einfach nicht, Mann. Es tut mir einfach weh. Wenn ihr seht, wie sie die behandelt haben, Leute, ey, Alter, ich kann nicht, Mann. Also ich rede nicht gerne über das Thema, weil das tut wirklich weh. Das tut wirklich weh. Ich meine, dass wie können so Menschen so kalt sein, so richtig kalt, so einfach in den Haufen reinschießen, so als wären das wie so Ratten, so. Ey, das geht nicht, Mann. Alter, da tut mir das Herz so weh. Ich kann nicht drüber reden, Leute. Das geht, ich kann Bruder, einfach nicht. Mein Bruder, den Grund findet man im Koran. Diesen Hass zu spüren gegen diese Leute, gegen vor allem gegen Jesiden, so, weil die sagen, ja, die würden an Dawsi Malak glauben und so, Bruder, weißt du, das ist ja für die dann Scheitan so, ne? Und der Islam in jedem dritten Wort, ja, Scheitan, Scheitan, Scheitan. Weißt du, was das ist, Bruder? Das ist eine Masche, um abzulenken, ne? Weil wir wissen, die wahrhaftigen Leute, die zum Beispiel Koran, Bibel, Tora, alles kennen, Bruder, ne? Die wissen ganz genau, dass Allah Satan ist, Bruder. Und das, die wollen nur ablenken, indem sie sagen, ja, das ist Scheitan und schlecht, schlecht, aber die wissen ganz genau, also die wissen das zwar nicht, aber Allah hat das so gemacht, weil er Satan ist, Bruder. Dass der dann von sich ablenkt. Verstehst du? Weil er die so verblendet hat. Und guck mal, weißt du, warum ich da drauf gekommen bin, dass Allah Satan ist, Bruder? Ich habe das erst vor kurzem so herausgefunden. Ne? Bruder, ich kenne das schon. Ich weiß das schon. Es ist einfach dieser Satan, der aus dem Himmel geschmissen wurde, er wurde rausgeschmissen, weil er Gott gleich sein wollte. Er wollte angebetet werden, Bruder. Richtig. Und er hat das geschafft. Heutzutage fast 2 Milliarden beten ihn mindestens 5-mal täglich an, Bruder. Das musst du dir mal geben. Was für eine Macht er sich aufgebaut hat. So, der wird täglich angebetet von so vielen Menschen, Bruder. Die werfen sich nieder und beten ihn an. Die wissen aber nicht, dass sie Satan anbeten, Bruder. Weißt du, wie traurig das ist? Und die sagen die Wahrheit und dies und jenes und vertuschen und Lüge von Anfang an. Wenn ich jetzt einen Moslem frage, darfst du, wenn du betest, nach oben schauen? Nein, darfst du nicht. Ja, der muss nach unten schauen. Ist das schon mal normal? Das ist nicht normal. Weil der weiß ja, wer oben ist und wer unten ist, ne? Das weiß der. So sieht's aus. So sieht's aus, mein Bruder, ja. Und da fängt es an. Aber wie gesagt, das ist wieder so ein Thema, da müsste ich wieder tiefgründiger reingehen. Ja. Und jetzt gerade haben wir, wie gesagt, eine ganz, ganz gechillte Runde, ne? Ja. Wieder, ich habe jetzt mal ein bisschen aufgeklärt wegen Rebecca. Ja, wir wissen ganz genau, Leute, Rebecca, nehmen wir mal den Fabi hoch, sonst heißt es, ich nehme Fabi nicht hoch. Sugar Melon, ist das okay, wenn ich Unikat hochhole? Ist das okay? Oh, ich glaube, der wird beleidigen jetzt. Nein, der bleibt respektvoll. Der bleibt respektvoll, alles gut. Ja, kannst du Sugar schon. Melon, ist das okay, wenn ich kurz Unikat hole? Ja, kannst du schon, kein Problem, Bruder. Okay, alles klar. Dann nehme ich dich nur kurz runter. Und dann hoffe ich, dass Unikat aber auch respektvoll bleibt und dann ist auch alles okay. Ne? Muss alles sauber sein. So. Oh, Leute. Oh. Ich will nur ganz kurz was sagen. Nur ganz kurz. Ja, alles gut. Ich will auch gar nicht debattieren, gar nichts. Guck mal. Nö, alles gut, das ist eine gechillte Runde jetzt. Guck mal hier diese Sugar, ich weiß nicht, wie die jetzt hieß, Sugar Melon.
Gerade noch, ich habe gar nichts gesagt. Sie hat gerade noch gesagt, deine Mama, dein Allah, dein Spermien. Ich meine, das meine ich ja, Flex, wenn du live bist, dass die gesamte Crew da so dermaßen abwertend beleidigt, dass es nicht mehr vorstellbar ist. Wie kann sie es wagen? Obwohl ich nicht gesagt habe, meine Mama. Sie hat gerade meine Mutter beleidigt. Ich meine, inwiefern, weil guck mal, ich will auch auf einen Punkt hinaus. Man spricht immer, und man braucht jetzt nicht auf die Muslime zu lenken, ja, die sind auch manchmal im Ton sehr ekelhaft, aber man spricht immer, wenn man den Heiligen Geist in sich hat, kann sowas nicht vorkommen. Jetzt möchte ich gerne von dir wissen oder von irgendeinem anderen Christen, wie das passieren kann. Wie funktioniert sowas, wenn man den Heiligen Geist in sich hat? Du darfst ja eine Sache nicht vergessen. Wir sind ja Menschen und wir können jederzeit immer ein bisschen fleischig sein. Das darfst du auch nicht vergessen. Sehr gut. Okay. Okay. Wir sind Menschen, wir werden fleischig und es kann alles vorkommen. Okay, jetzt habe ich noch eine Frage und das ist sehr, sehr ungerecht. Sehr, sehr ungerecht. Dass hier zum Beispiel Toni spricht an, dass der Islam gegen Jesiden ist. Warum sagt er aber auch nicht, dass es für das Christentum genauso etwas vom Satan ist? Warum sagt man das nicht, dass das Christentum jede andere Glaubensrichtung auch als satanisch ansieht? Warum stellt man das so hin, als ob der Islam nur gegen andere Religionen, also im Sinne von, dass nur der Islam die Religion ablehnt? Das Christentum tut es ja auch. Okay. Aber der Unterschied ist, dass wir nicht mit Gewalt machen. Wir lassen die Leute ihr Leben leben. Warte, Toni, ja. Warte kurz, ganz kurz. Also wir machen das so, wir holen jetzt ein Jeside hoch und er soll mir bestätigen, ob die Christen so irgendwas gemacht haben oder der Islam. Ich hole jetzt irgendein Jeside hoch, egal wer. Nein, das behaupte ich nicht. Warte, Moment. Ich habe gesagt, guck mal, hör mal zu, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, Toni stellt das so hin, als ob nur laut islamischer Theologie die Jesiden in die Hölle kommen. Laut christlicher Theologie tun die das genauso. Warum erwähnt man das so, als ob nur der Islam damit ein Problem hat mit anderen Religionen, sondern das Christentum? Für dich kommt auch ein Jeside ins Höllenfeuer. Für mich, für uns Christen kommt jeder Andersgläubige. Nur ja, danke, Jesus bringt ins Paradies, Bruder. Ja, also du als Muslim kommst auch in die Hölle. Genau wie wo Mohammed ist. Also das ist für uns ja klar. Deswegen, wir sehen nicht nur, wir wollen aber unsere Geschwister alle einladen zum Glauben und dass sie errettet werden durch den Herrn. Verstehst du, Bruder? Ja. Das ist der Unterschied. Aber ihr wollt sie köpfen. Das ist der Scheiße natürlich, ne? Niemanden zu irgendwas einladen, weil du bist so in deinem Mundwerk. Du sollst dich schämen, weil guck mal, wie du sprichst. Leute, nicht beleidigen. Bleib bitte bei der Liebe. Ganz Leute, ruhig, kommt schon. Ganz ruhig bin ich. Und du? Ganz ruhig. Du hast gerade gesagt, Mohammed in der Hölle. Wo bist du ruhig? Wo? Natürlich ist er in der Hölle. Wo ist er denn sonst? Wenn er Kinder vergewaltigt, wenn er kleine Kinder schändet und Leute den Kopf abschneidet, wo soll er hinkommen, deiner Meinung nach? Sag mir das. Bleib mal, guck mal. Ich habe Flex gesagt, ich werde nicht beleidigen. Ich zähle hier Fakten auf, mein Freund. Mal, da brauchst du dich nicht beleidigt fühlen, oder? Wenn du Fakten auf den Tisch legst, sag es doch in mein Gesicht. In mein Gesicht. Ey, wo bist du denn? Wo bist du? Ich bin in Berlin. In mein Gesicht. Berlin. Schau mich an. Ich habe 50 Familien in Berlin. Wollen wir sachlich reden oder wollen wir streiten? Ich sage dir Fakten und du kommst mir in Berlin. Was ist los? Ich werde denunziert. Flex, du bist, ich gehe davon aus, irgendwo steckt in dir was Gutes. Du lässt dich aber manipulieren. Guck mal, ich. Mein Freund, in ihn steckt mehr Gutes als in deiner ganzen Sippe. Was redest du da? Siehst du, das meinst du? Bisschen Gutes. Was greifst du ihn an? Was greifst du den Bruder an? Guck mal, ich habe vielleicht nicht korrekt mit dir geredet, aber was hat Flex dir angetan, dass du jetzt so mit ihm redest? Hä? Ist das korrekt von dir oder was? Ohren zum Hören oder putzt du die nur nicht? Oder was ist denn los mit dir? Was mit deinen Sinne? Warum hat Mohammed die verblendet oder Allah? Was ist mit deinen Sinne? Ja, guck mal, du bist in meinen Augen definitiv kein Mann. Definitiv. Ich bin kein Mann. Leute, chillt. Du bist kein Mann, bitte. Weil ich bin hier reingekommen. Ich bin 10 Jahre älter wie du. Hab mal ein bisschen Respekt, ja? Erwähn auch, dass laut Christentum die Jesiden in die Hölle kommen. Tu nicht so, als wenn der Islam gegen Jesiden hetzt. Lass diese Filme. Wir hetzen aber nicht gegen Jesiden. Nein, verstehst du das? Nein. Ich bin mit Jesiden aufgewachsen. Verstehst du das?
Jesiden sind unsere Mchalati, ja? Das kann der Jeside bestätigen. Wir Aramäer und Jesiden sind Mchalatis. Mhm. Wir sind sehr gut miteinander. Verstehst du das? Aber trotzdem, ihr, zum Beispiel, ihr seid zu uns gekommen, wir haben euch aufgenommen, Kurden, Türken, bla, ne? Und was habt ihr als Dank gemacht? Wir haben euch zivilisiert, ihr kommt aus den Wäldern, mein Freund. Und dann, als Dankeschön, habt ihr uns Köpfe abgeschnitten. 100 Jahren nicht mal reden. Du weißt nicht, was der Islam hervorgebracht hat. Was willst du mir erzählen, Mann? Was willst du mir erzählen? Was hat der Islam vorgebracht? Was hat er außer Hass und Spaltung und Mord hat er gebracht in die Welt? Was hat er außer Lügen, Mord und Spaltung gebracht? Leute, ganz kurz. Erzähl mir, Mann. Leute, bitte, Leute, wenn ich eingreife, bitte, Leute, hört ganz kurz zu. Bitte. Lasst uns bitte in der Liebe bleiben, lasst uns bitte sachlich reden, lasst uns bitte respektvoll sein. Ne? Wir sind nicht Hamdi, wir sind nicht Joker, wir sind anders. Nein, also Bruder, ich rede ganz normal, ganz wenn er mit mir leise redet, ich rede leise, wenn er laut redet, rede ich laut. Also ich passe mich nur ihn an. Ich weiß. Und lasst uns bitte normal reden, komm mir mit Fakten, ich komme dir mit Fakten oder meine Meinung, du deine Meinung, wir können dann reden, verstehst du? Ich sage dir einfach, was meine Meinung ist. Und ich habe dir gerade gesagt, stell nicht so hin, als ob nur der Islam für sich befürwortet, die wahre Religion zu sein. Jede Religion behauptet. Ganz kurz, ist doch ganz logisch. Alano 47 möchte was sagen. Ich möchte nur ganz kurz den Alano reden lassen, weil der wollte was sagen. Alano, du kannst dich entstummen, ne? Also, der hat gerade gesagt, halt, dass nur die Muslimen gegen die Jesiden sind. Aber da muss ich denen recht geben. Wer hat denn 2014 den Volk an uns gemacht? Was redest du von der IS? Ja. Ich lehne die IS ab. Du, aber der Koran nicht. IS tut genau, was Mohammed getan hat. Toni, lass Alano reden. Du bist kein Muslim, wenn du die ablehnst. Toni, die haben eins zu eins das gemacht, was der Islam macht. Tut er nicht. Toni, Toni, lass Alano kurz reden. Bitte, ganz kurz, ganz kurz. Entschuldigung. Bitte. Entschuldigung. Alano, rede zu Ende. Ja, ich will jetzt eine Antwort haben, so, wer hat den Volk an uns gemacht? Aber das war doch nicht meine Aussage. Ich habe nie behauptet, dass der IS das nicht gemacht hat. Nein, habe ich nicht behauptet. Du meintest gerade, dass auch die Christen gegen uns Jesiden sind. Nein, habe ich nicht gesagt. Nein, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, tu nicht so, als wenn nur der Islam für sich beansprucht, die Wahrheit zu sein und dass alle anderen Religionen ins Höllenfeuer kommen, sondern das Christentum behauptet das auch. Deswegen soll er nicht nur sagen, ja, laut Islam kommen, weil für den Islam sind die Jesiden Teufelsanbeter. Für euch ist doch auch jeder ein Teufelsanbeter, der nicht Jesus Christus als Sohn Gottes und Gott und den Heiligen Geist annimmt. Sag es doch auch. Ja, aber Jesiden glauben doch an Jesus. Wie kommst du darauf jetzt, dass sie nicht an Jesus glauben? Ich glaube an Jesus. Was machen wir? Ich glaube an Isa. Du glaubst an Isa, das ist jemand anders. Ah, du glaubst an jemand anders. Du erwarte, der Alano glaubt also an die Dreifaltigkeit, ja? Du bist also Christ. Nee, ich bin kein Christ, ja. Er glaubt an einen Gott und sieben Engel. Lex, genau. Du bist unehrlich, ich schwöre dir, meinst du es gerade ernst, Bro? Du willst gerade. Ja, aber er ist ja, guck mal, wir wollen jetzt nicht angreifen. Wir wollen ja trotzdem sachlich bleiben irgendwo. Das ist oder? Sachlich. Du sagst gerade, dass ein Jeside auch ins Himmelsreich kommt. Ja, die glauben auf jeden Fall an Gott. Das ist schon richtig. An wem glaube ich denn? An den Weihnachtsmann? Du weißt ja, ganz genau, was wir meinen, wo du dran glaubst. Nee, guck mal, Unikat. Du musst unterscheiden können, Isa und Mohammed ist nicht gleich. Isa und Mohammed, was rede ich da? Isa und Jesus, von der Zeit her, von der Zeitspanne her, das passt nicht mal zusammen. Das sind nicht dieselben Personen. Es sind dieselben Personen, nur dass die Bibel Jesus anders auslegt, als der Islam es tut. Klar, Flex, darf ich kurz was dazu sagen, bitte? Weil Jesus nicht so im Islam wiedergegeben wird. Klar, kann ich verstehen, dass du dagegen sprichst. Unikat, Bruder. Ja, lass mal Toni mal reden. Guck mal. Ja. Der Islam, ne, sagt, dass Maria, Mutter von Isa, ne, dass sie die Schwester von Harun, von Aaron Moses, sein Bruder ist. Genau. Also ist Moses der Onkel von Isa. Moses hat 1500 Jahre vor Jesus gelebt, mein Freund. In welcher Welt ist der damit zu tun? Ist das sein Onkel? In welcher Welt? Das ist deine Aussage. Also wir meine wissen ganz oder genau, ist das Koran? Jesus, Bruder, keine, du solltest wir wissen mal, ganz du solltest genau, mal, dass bitte, Jesus.
Ich möchte nur, dass ihr ehrlich seid und sagt, laut christlicher Theologie kommen die Jesiden auch ins Höllenfeuer. Sie glauben auch an Jesus. Aber warum denn jetzt auf einmal Jesiden kommen denn ins Höllenfeuer? Das kommen die doch laut christlicher Theologie. Ja, aber die glauben ja nicht an Mohammed, die glauben ja nicht an irgendeinen falschen Propheten. Also kann man an einen... Flex, hörst du dir eigentlich selbst zu? Also, nein, Unikat, die glauben ja nicht an Allah. Die glauben auch nicht an Mohammed. Ja. Das heißt, jemand, der nicht an Allah glaubt und nicht an Mohammed, heißt, der ist automatisch für das Christentum gerettet. Oh nein, guck mal, du musst... Flex, lass mich kurz bitte antworten. Guck mal, Bruder, der Unterschied ist, ne? Du hast recht, guck mal, wir denken, wenn nicht der Weg, der einzige Weg ins Paradies ist durch Jesus, Bruder. Schau, ne? Der Jesus hat für jeden Menschen bis zu seinem letzten Tag, die Tür hält er auf. Verstehst du? Jeder kann, auch Muslime, egal wer, kann immer noch zu Jesus finden und hat die Möglichkeit, ins Paradies zu kommen. Verstehst du, Bruder? Richtig. Der Unterschied ist zu uns und Islam, wir, zum Beispiel Christen, wir sagen nicht, dass Jesiden jetzt ins Paradies kommen, aber wir gehen auch nicht dahin und machen irgendwelche Faxen mit denen. Verstehst du, was ich meine? Wir tolerieren die, wir sagen, ey Bruder, kommt vielleicht zu Jesus oder so, oder wir wollen die vielleicht aufklären, aber wir gehen niemals dahin, und es ist in der Geschichte auch niemals passiert, dass wir die angegriffen haben, irgendwas mit denen gemacht haben. Der Islam hat 74 Völkermorde an die Jesiden gemacht, Bruder. Darum geht es nicht. Es geht aber nicht um... Doch, du darfst diese Fakten nicht unterm Tisch kehren, verstehst du das? Das darfst du nicht machen. Es geht nur um die Aussage... Punkt. Also Jesiden kommen laut christlicher Theologie nicht ins Himmelsreich. Mehr will ich nicht wissen. Darum geht es doch. Ja, dann sag es doch. Sag es doch. Mehr will ich ja nicht. Warte. Habe ich das verneint? Habe ich das je verneint? Naja, ihr habt das so verpackt, dass das, wie Flex gerade versucht hat. Nein, es geht darum, dass ihr den Gewalt antut. Darum geht es. Eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, es geht ja darum, dass dieser Volk wirklich wehgetan worden ist. Und darum geht es. Es geht jetzt nicht um, ja, ob die im Himmelreich gehen, ob Paradies. Lass mal das dahingestellt sein. Es geht ja nur darum, dass die Jesiden unterdrückt worden sind. Und das sind gewisse Dinge, die tun einfach weh, bin ich ganz ehrlich. Und wenn ich mir das Ganze anschaue, was mit den Jesiden passiert ist da, und wenn ich mir die Videos anschaue, das ist, ey, Mann, das tut einfach weh. Ich hab selber jesidische Freunde, die kennt meinen Standpunkt. Ich bin Muslim, für mich, ich vertrete die Meinung, genauso wie die Christen, dass jeder, der nicht mein Glauben annimmt, nicht ins Paradies eintreten wird. Aber dass sie jetzt irgendwie vom Krieg redet, ich scheiß auf die IS 100.000 Mal. Ob ihr das jetzt wahrhaben wollt, ob ihr jetzt sagt, es gehört zum Islam, interessiert mich nicht, das könnt ihr gerne so beibehalten. Ich scheiß auf die IS, und für mich sind Naro, ich küsse dein Herz, Bruder. Und ich habe eine Frage. Ja, Lano. Was sind für dich IS? Gehören die zum Islam oder nicht? Nein, gehören die nicht. Also du sagst, die gehören nicht zum Islam? Nein, auch wenn sie dich darauf berufen, so wie das Christentum, wie die Kreuzzüge sich auf das Christentum berufen. Aber wie Kreuzzüge war aber nicht für Jesiden gedacht. Bitte, oh Unika, bitte mach das nicht. Hör auf. Hab ich nicht behauptet. Soll ich dir was über die Kreuzzüge sagen, damit du ein bisschen Geschichte Ahnung bekommst? Das hat er schon 100 Mal gehört, Toni. Er weiß das ganz genau, wette ich mit dir. Ja. Die Kreuzzüge, Bruder, kamen, weil Islam 400, 500, 600 Jahre nur alles abgeschlachtet hat, 57 Länder mit Schwert erobert hat, alle Frauen vergewaltigt, versklavt hat. Wer hat diese Märchen erzählt? Irgendwann hat es gereicht, an den Tag, wo die Jerusalem für Christen, unsere heiligste Stätte, für uns zugemacht haben. Und dann hat der Papst gesagt, jetzt reicht's. Und so haben wir nur Jerusalem befreit, mehr nicht. Und dann kam der zweite, 200 Jahre später kam der zweite Kreuzzug, Bruder. Und weil die Muslime nie aufgehört haben, weiterzumachen. Weil die verstehen nur eine Sprache, Bruder. Wenn du nicht gegen den Islam, den nicht bekämpfst, dann sieht er das immer als Schwäche an. Ich bin im islamischen Länder aufgewachsen, Bruder. Du brauchst mir keine Taqiyya machen oder irgendwelche Sachen, verstehst du? Und ich sage dir, aus Erfahrung, ich bin mein ganzes Leben, 40 Jahre bin ich mit
Muslime, mit, ich kenne die Grundgedanken des Islams, mein Freund. Ja, mich kannst du nicht veräppeln, mit irgendwelchen Dings in die Augen streuen und sowas. Das kannst du mit grüne Jugendleute machen, die SPD oder grüne Jugend, so, die kannst du so veräppeln. Islam ist Frieden, Islam ist Frieden. Islam hat mit Frieden nichts zu tun. Islam ist extra gekommen, das ist Antichrist gegen Christus. Okay, okay. Genau das Gegenteil zu machen, was ich habe eine Frage. Der Prophet alaihi salatu wasalam sagte, du bist kein Gläubiger, während du dich satt isst und der Nachbar hungert. Inwiefern hat das nicht mit Frieden zu tun? Erklär's mir bitte. Bruder, im nächsten Vers geht er dahin und köpft jeden. Erzähl mir keinen Müll. Geh bitte auf die Aussage. Das zeigt doch die Widersprüchlichkeit des Islams, des Korans, Bruder. Er hat das für sich so hingemacht. Guck mal. Ich sag dir jetzt, am Anfang, als Mohammed keine Kraft hatte, ne, der war in Mekka und hat gesagt, euch euren Glauben, mir mein Glauben, Brüder. Er war so ein Kätzchen zahm. Dann ist er nach Medina gegangen, hat die zwei Stämme hinter sich gebracht. Dann kam er, auf einmal wurde der zum Tiger, Bruder. Also wenn jetzt Islam nicht annimmt, dann werde ich was sagen. Ganz kurz, Leute. Ganz kurz, das sind die Widersprüche, weil die Leute fragen, warum redest du über Jesiden, ganz normal, einfach oben gucken, Jesiden und dann ein Herzchen. Warum? Weil mein Herz schlägt für die Jesiden und deswegen habe ich oben ein Herzchen für die Jesiden. Deswegen, Leute, falls ihr nicht wisst, um was es hier geht, ganz normale Aufklärung Flex, hier Flex, und eine ganz normale. Du bist gerade, wa? Wir legen Fakten auf den Tisch. Du sagst, du bist gerade. Du bist jemand, der für Leid einkämpft, der für Leid steht, der auf der Seite der leidenden Menschen steht. Was ist mit Raza? Innerhalb einem Monat 20.000 Tote und davon mehr als die Hälfte Kinder. Warum machst du nicht dafür ein Herz? Sag es mir, ich will es nur verstehen. Guck mal, ich sag dir was, Unikat. Mein Herz schlägt dafür. Oh, jetzt machst du gerade Kaffee. Bist du da? Okay, ja, du bist da, oder? Okay. Mein Herz schlägt dafür. Ich sag nicht, dass mein Herz nicht dafür schlägt. Mein Herz schlägt dafür. Kinder können nichts dafür. Kann ich vollkommen verstehen. Aber weißt du, was mein größtes Problem ist, Unikat? Wirklich, das Problem, was ich wirklich habe, ist, stellt euch mal vor, Leute, ihr seid in einem Land drinne, ja, ihr freut euch, ihr seid zu Hause und deine eigenen Leute schießen die erste Rakete in die andere Stadt rein. Tausende von Zivilisten sterben in Israel zum Beispiel. Ja, ich will jetzt nicht tiefer in die Materie gehen, aber ich sage das, was ich gesehen habe. Es sterben Tausende von Zivilisten. Wenn sie die Armee angegriffen hätten in Israel, ich hätte nichts gesagt. Ich hätte gesagt so, das ist wahrscheinlich Rache. Aber Zivilisten anzugreifen und Leute, die am Raven sind, Leute, die außerhalb von Israel sind, die gerade Party machen. Auf einem Friedensfestival für Israel, für Gaza. Ja, so mitzunehmen und denen eine Nackentherapie zu verpassen, während die anderen auf der anderen Seite sind und sich richtig freuen. Und auf der Straße Baklava verteilen. Unikat. Es tut mir von ganzem Herzen leid, aber ich kann das nicht unterstützen. War in Berlin, Unikat. Okay. Wahrscheinlich warst du auch dabei, denke ich mal. Okay, ich bin gegen den Angriff auf Zivilisten. Der Tag hat aber nicht am 7. Oktober angefangen, sondern die Besatzungsmacht ist seit 75 Jahren bestialische Ermordung meiner Landsleute. Das stimmt nicht, Bruder. Nix bestialische Ermordung. Okay. Das ist nur. Warte, ganz kurz. Denn lass uns wahrhaftig und ehrlich sein, Unikat. Also, ich habe einen Kollege, ja, wir spielen ab und zu mal ein bisschen Roleplay, GTA 5 Roleplay. Und tatsächlich, also der ist wirklich Israelite. Und ich frage ihn, Mann, ich kenne den Kerl schon seit locker 9 Jahren. Ja, wir gamen immer wieder mal, ab und zu mal. Und da habe ich ihn gefragt, so, hey, wie ist das in Israel? Und das war in der Zeit, wo dieser Krieg noch gar nicht stattgefunden hat. Ich sag dir jetzt die Wahrheit, Unikat, was da geht. Und soll Gott mich stummen, wenn ich lüge? Und dann habe ich gefragt, so, ja, wie ist das jetzt in Israel und so? Ich rede von einer Sache, die schon 6 Jahre her ist. Weißt du, was der gesagt hat? Der hat gesagt, einfach auf offener Straße,
der hat gesagt, das ist ein Riesenproblem gewesen in Israel, vor einigen Jahren. Dann hat er gesagt, ja, auf offener Straße auf einmal steht da jemand, Allahu Akbar, boom, Bombe geht los. Was ist damit? Warum redet keiner darüber? Zur Hölle mit ihm. Ja, wie jetzt zur Hölle mit ihm? Was? Genau so wie du das hörst, zur Hölle mit dem, der sich in die Luft sprengt. In welcher, von wo hat er das? Bruder, ja, das macht keine Ahnung. Das dient, also ich hab mal gelesen aus einer Quelle, ob das jetzt stimmt oder nicht. Hey, ganz ehrlich, also ich weiß auf jeden Fall, Märtyrer, wenn du für Allah, okay, das ist wieder anders ausgelegt, aber so wie ich das verstanden habe, Allah subhanahu wa ta'ala sagt und tötet euch nicht selbst. Und die Gelehrten haben noch dazu berichtet, dass wer dich selbst tötet. Ja, das stimmt aber. Ja, aber warum? Warum? Weißt du, wo einzige direkte Ticket ins Paradies laut Islam ist? Märtyrertod. Genau, was heißt also, Märtyrertod? Bitte, hör auf uns anzulügen. Warte mal, ich hab's doch gar nicht verleugnet. Derjenige, der auf Allahs Weg... Du hast doch genau das Gegenteil gerade erzählt, oder? Nein, derjenige, der auf... Schau mal, ich sag dir jetzt was wegen Israel, ne? Okay, ich hab's verstanden, du hast das anders gemeint. Jetzt wegen Israel, ne? Am Tag der Gründung von Israel 48 haben mehrere islamische Länder Israel direkt bombardiert, weißt du das? Das nennst du Willkommenskultur oder was? Bist du mit dem falschen Fuß aufgestanden? Israel gehört das Land seit 3000 Jahren. Seit 3000 Jahren. Ja, wenn es so ist, dann soll doch jedes Land jetzt, weil irgendwann... Warum redest du von 75 Jahren? Die sind wieder in ihre Heimat gegangen und direkt wurden die von islamischen Ländern angegriffen. Verstehst du das? Also die 26 islamischen Länder, du meinst, wenn die Israel angreifen, dass sie keine Chance haben oder was? Was willst du mir da weiß machen? Israel hat 6 Länder platt gemacht. In 6 Tagen haben die alle Länder platt gemacht, die angegriffen haben. Ob das Jordanien, Syrien, was weiß ich was, wer die alles angegriffen hat an diesem Tag, wo die gegründet wurde, das Land, ja? Auf jeden Fall. Ist ja egal. Kann einer Sure 9, Vers 111 aufschlagen, damit wir das mal prüfen können? Was willst du denn prüfen? Ich möchte einfach nur prüfen. Sure 9, Vers 111. Ich gebe dir einen Tipp, lies deine Hadithe und Koran, Bruder, ja? Alhamdulillah, mach dir da mal keinen Kopf. Bitte. Ich würde dir mal vorschlagen, das Alte Testament zu lesen. Ich habe alles durch, Bruder. Also Leute, lasst uns mal ein bisschen Sachen gehen. Leute, Toni und Unika, bitte ganz kurz. Welche Sura? Sura 929 oder so. Sure 9, Vers 112, oder Sure 8, Vers 17? 11, glaube ich, oder? 111, Sure 9, Vers 111. Sabrina, ich küsse dein Herz. Ich küsse dein Herz für den Abo, Sabrina. Ich küsse dein Herz, wirklich. Soll ich der liebe Herr mehrmals belohnen, Sabrina? Ich küsse dein Herz. Hab das gerade gesehen. Genau. Jetzt schauen wir mal. Also Sure 9, Vers 111, genau. Und dann einmal Sure 8, Vers 17, aber jetzt mal eins nach dem anderen. Ich werde den Namen dann auch umändern, statt Oger mache ich was anderes. Und dann haben die ganzen... Sabrina, ich gebe dir dann mal Modi-Rechte, ne? Weil ich habe ja gesagt, auch die Abonnenten haben dann auch ein bisschen mehr Rechte. Ist viel besser, dann läuft es auch ein bisschen Wer schneller. Wer liest denn hier. Jetzt vor von euch? Ich glaube, Marouche liest vor. Ich? Ich hab den Vers schon. Ich guck. Allah hat von den Gläubigen ihr Leben und ihr Gut für das Paradies erkauft. Sie kämpfen für Allahs Sache, sie töten und werden getötet. Eine Verheißung bindend für ihn, in der Tora und im Evangelium und im Koran. Und wer hält seine Verheißung getreuer als Allah? So freut er euch eures Handel, den ihr mit ihnen abgeschlossen habt, denn dies ist wahrlich die große Glückseligkeit. Also, was machen wir jetzt mit diesem Vers? Was sollen wir damit machen? Ja, du hast es gerade vorgelesen. Was verstehst du denn darunter? Das verstehe ich. Kann man nur auf Arabisch verstehen. Kann man gar nicht nur auf Arabisch verstehen. Du kannst diese Faxen lassen. Hier, Allah hat von den Gläubigen. Alles gut, nicht streiten, Leute, nicht streiten. Ich kämpfe für Allah
Und wenn ich für Allah kämpfe, kann es sein, dass ich getötet werde. Für das Töten der anderen gegenüber mir bekomme ich das Paradies, so wie der Toni das vorhin erwähnt hat. Wo liegt das Problem? Ich kämpfe für Allahs Sache. Aber auch wenn du tötest, kriegst du Paradies. Aber, was denkst du, was im Krieg passiert? Unikat. Was passiert denn im Krieg? Warte, Unikat, oder wenn dein Gott wer befiehlt, tötet, kann nicht ins Paradies kommen. Ja, okay. Also diejenigen, die im Krieg Christen waren, die andere getötet haben, kommen nicht ins Paradies, ja? Weil sie sich gewehrt haben. Ja, die kommen nicht ins Paradies. Also wenn man sich denkst wehrt, du, denkst du, jeder Christ kommt automatisch ins Paradies, oder was denkst du? Also warte, wenn ein Krieg gibt zwischen Christen und Muslime und die Christen sterben, kommen sie nicht ins Paradies? Ja, wenn sie sterben und warum? Die waren ja vorher unfair und was weiß ich. Wir reden hier von sich in die Luft sprengen und so viel mitnehmen. Deswegen, ich muss ganz kurz, Leute, und deswegen hat uns der Herr gelehrt, habt keine Gewalt mit der Sünde. Seht ihr, Leute, jetzt haben wir hier ein Problem. Ja, was ist, wenn wir im Krieg wären und was ist, wenn wir jemanden töten? Haltet euch von Sünden fern, vor allem töten. Haltet euch passiert, von so einem Müll fern. Dürft ihr euch nicht wehren? Ja. Dürft ihr euch nicht wehren? Bruder. Nochmal, wir haben dich jetzt nicht verstanden. Im Krieg sind. Bitte hör auf mit dieser billigen Taqiyya. Hör bitte auf. Tu dir einen Gefallen. Lüg dich nicht selber an. Ich hab zugegeben, sagt Taqiyya. Der Taqiyya, der einzige, der Taqiyya macht, der Leute, ihr seid beide nur am Streit. Zu dir selbst. Lüg uns ruhig an, aber sei doch ehrlich zu dir selbst. Das sind Unterstellungen. Was ist los mit dir? Ich hab den Vers gelesen. Hast du irgendwas in deinen Ohren oder was? Bruder, sag nicht. Sag, tu nicht Leute, Verteidigung. Ja, der Islam hat sich mit Schwert über 57 Länder verbreitet. Das ist nicht Verteidigung, wenn ich zu anderen gehe, zu anderen Ländern und dies versklave und abschlachte. Ja. Das ist keine Verteidigung, erzählt keinen Müll. Du als Christ redest von Versklavung, ich bitte dich schon mal. Also das ja, das hat doch Mohammed gemacht. Mit Leute, wollt ihr jetzt beide debattieren, Toni und Unikat? Ich will mit dir nicht debattieren. Er labert Scheiße und lacht wie ein Kind. Flex, zu dieser Suche gerade eben. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Braucht man jetzt ein Hadith dafür, um das zu verstehen? Nee, nur Tafsir. Also ich glaube, wenn wir ehrlich miteinander sind, dieser Vers erklärt sich ja schon von alleine. Dafür braucht man sowas nicht. Das ist ein eindeutiger Vers. Ich glaube nicht, dass wir jedes Mal zu allem ein Hadith brauchen oder ein Tafsir oder ein Tafsir eines Tafsirs. Also um Himmels Wille. Um Himmels Wille. Ja, der Tafsir macht sich nicht besser. Die Bibel aus. Das würde mich mal gerne interessieren. Ja, auf jeden Fall, Unikat. Ich hoffe einfach nur, dass du die Wahrheit erkennst. Wirklich ernsthaft. Ich meine das ernst. Danke dir. Aber noch eine kurze Sache, Bruder, ne? Wenn jemand zum Beispiel sagt, Mohammed und Aisha 6 und dies, das, dann sag nicht Rebecca. Oder wenn die sagen, der Islam ist so, dann sag nicht die Bibel. Dann erstmal das klären, worum es ich geht. Ich bestätige und dann, das. Du bist an und dann taub. Kann man das ich bestätige machen. Das. Es bedarf keiner Erklärung. Ja, Aisha wurde geheiratet mit 6. Ich bestätige das. Was soll ich da erklären? Ich aber was ist das für dich? Was ist das für dich? Ist das für dich okay? Ja, es ist für mich okay. Gar kein Problem. Was machen wir Unikat, jetzt? Unikat. Okay, Bruder, wenn ich 54 bin, komme ich zu dir und wenn du eine 6-Jährige hast, halte ich um ihre Hand, Bruder. Okay? Also das ist eine Vorgabe an die Menschheit jetzt, dass wir alle genau dasselbe machen sollen, oder wie? Guck mal. Mohammed ist das beste Vorbild und du sollst Sunna machen wie Mohammed, okay? Also ist das genau für dich gedacht. Alhamdulillah. Ja? Dann mach das bitte. Mach Sunna und sei wie dein Prophet, okay? Mach ich. Wenn du wie Moses bist und Menschen tötest, mach ich das auch. Moses hat einen einzigen Menschen, der ungerecht, der war dann noch nicht als Prophet. So, ich muss jetzt Redezeit machen, weil die Leute mir gar nicht zuhören. Toni hört mir nicht zu, Unikat hört mir nicht zu, alle sind nur am Streiten. Chillt mal ein bisschen, Leute. Deswegen habe ich jetzt Redezeit reingemacht. Gib mir mal bitte eine Minute zum Reden und von mir aus könnt ihr euch die Köpfe rausreißen. Aber das will ich auch nicht. Ne? Bleibt einfach ein bisschen in der Liebe und deswegen habe ich diese Redezeit reingemacht. Wir versuchen es jetzt nochmal. Also ich mache diese Redezeit mal weg. Ne? So. Also eins nach dem anderen. Ja. Ich will nur kurz was sagen. Hört ihr mich, Leute? Ich hoffe ja, oder? Ja, wir hören dich. Okay. Also guck mal, Unikat. Ich versuche dir jetzt was zu sagen und ich hoffe, dass du wahrhaftig auch zu dir selber ehrlich bist
wenn du es annimmst. Du musst dir jetzt vorstellen, ich bin ein 50-jähriger Mann. Okay? Ich bin 50 Jahre alt und ich habe plötzlich einen Traum. Und ich komme, okay, Unika, ich komme zu deiner Family und dann sage ich deiner Family, ey, hör mal zu, hörst du mir zu? Unika, hörst du mir zu? Ja, ich höre dir zu, alles gut. Okay. Und dann musst du dir vorstellen, ich komme zu deiner Family und sage dann zu deiner Family, oh, Allah hat mir was offenbart. Mhm. Die Sechsjährige, die steht mir zu. Ich habe Visionen bekommen. Das ist die Frau, die ich heiraten will. So, denkst du ernsthaft, dass ein wahrhaftiger, lebendiger Gott dir eine Offenbarung gibt, eine Sechsjährige zu heiraten? Bitte sei wahrhaftig und ehrlich zu dir selbst. Ich bin wahrhaftig und ehrlich. Das letzte Mal hattest du das auch sogar, dieses Thema mit Anas geredet. Und du hast ihm genau dieselbe Frage gestellt. Was hat Anas geantwortet? Er hat gesagt, nein, würde ich niemals machen, oder? Anas hat gesagt, würde er niemals machen. Aber wie kannst du dann sowas dann glauben, wenn du es niemals machst? Ayas, ich küsse dein Herz, Bruder. Guck mal, wir können jetzt wieder das aufgreifen, indem wir jetzt sagen, die damalige Zeit, ich meine, ihr kennt die Argumentation, vor allem du Flex, du kennst die Argumentation, die damalige Zeit, den Umständen etc. Es ist nicht heute zeitgemäß, wenn man das alles so vergleicht etc. Dann lass mich es noch besser machen. Guck mal. Also gut, wenn du sagst, die damalige Zeit war anders wie jetzt. Wenn Aisha 6 Jahre alt war, dann frage ich mich eigentlich bei Rebekka, weil viele von den Muslimen, also deines Gleichgesinnten, sagen ja, Rebekka war 3. Wie kann Rebekka mit 3 schwanger gewesen sein? Wie kann Rebekka 2 Nationen auf die Welt bringen? Das ist sehr, sehr fragwürdig. Ne? Wenn Aisha 6 war und Rebekka aber 3 war, wie kann eine 3-Jährige schwanger sein und Zwillinge auf die Welt bringen? Okay. Unikat, bitte, sei wahrhaftig und ehrlich zu dir selbst. 3 Jahre Unterschied. Ich habe, ich habe das. Warte, und ich bin noch nicht fertig, warte. So, jetzt gehen wir mal direkt zu Aisha. Jetzt versuchen wir mal wirklich auf einer sehr, sehr schönen Ebene zu sprechen, damit du verstehst, worauf ich hinaus möchte. Eine 6-Jährige damals war anders wie jetzt. Bruder, 6 Jahre alt bleibt 6 Jahre alt. So, wenn wir in Afrika gehen und eine 6-Jährige uns anschauen, sie ist immer noch ein kleines Kind, aber sie hat Kopf. Aber sie bleibt ein Kind, sie ist immer noch ein Kind. Wenn ich mir eine 9-Jährige heutzutage anschaue, ja, oder eine 9-Jährige damals, du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass die Generation, was tut, zurückgeht. Die Generation geht nicht zurück, die Generation geht immer weiter und wird immer besser. 9 Jahre alt ist und bleibt 9 Jahre alt, Unika. Du kannst diese Geschichte nicht schön erzählen. Ich erzähle sie nicht schön, ich erzähle sie so, wie sie ist. Ja, aber 9 bleibt 9. Daran wird sich nichts daran ändern, dass sie 9 Jahre alt war. Ja, 9 bleibt 9. Und das wird sich auch nicht verändern. 9 bleibt 9 und 9 ist ein Kind. Und mit 9 hast du nicht mal die Pubertät oder. Okay, lass mich jetzt mal bitte was dazu sagen. Ja. Erstens, wie gesagt, das Thema haben glaube ich, die Muslime mit den Christen durchgekaut. Die Argumentation von links und rechts hat man gehört, man hat abgelehnt, man will es nicht verstehen, man will, was heißt verstehen? Ich kann euch ja verstehen, klar. Aber man hat da halt die Argumentation gehört und ich lasse jetzt so stehen, weil es bringt nichts darüber, weil ich werde dasselbe sagen, damalige Zeit etc. Lassen wir das beiseite. Wo habe ich denn die Argumentation hervorgebracht mit der Rebekka und 3? Das habe ich nie behauptet. Ich weiß, dass Muslime das behaupten, die haben das von Rabbiner, die das bestätigen. Ich habe einen Rabbiner sogar. Doch, es gibt Rabbiner, die das bestätigen. Nein, ich möchte eine Sache kurz klarstellen. Rabbiner, Talmud, ich will das heute für alle mal beenden. Der Talmud hat mit der Bibel keine Gemeinsamkeit. Der Talmud, diese Rabbiner, ja, haben mit der Bibel null Gemeinsamkeit. Warte mal, das muss man sagen.
Das Talmud ist ja nochmal, glaube ich, eine Gesetzgebung. Wir reden jetzt von der Tora. Ich glaube, das Talmud ist nochmal so eine Gesetzgebung. Der Talmud sind nur Kommentare von Rabbinern gesammelt. Das ist weder Gottes Wort noch sonst was. Und nicht mal alle Richtig. Kommen da dran. Ja, aber es gibt auch zwei verschiedene. Also, ich küsse eure Herzen für die Geschenke. Ich bin mir sicher, dass ich das schon mal aufgefasst habe. Ich habe es nicht vorhanden. Also, dann würde ich das hier einblenden, die Aussagen des Rabbiners. Aber das ist auch gar nicht meine Argumentation. Ich habe nicht behauptet. Aber die Rabbiner interessieren uns nicht, weil die Rabbiner, die haben ihre eigene Aussage und ja, das passt. Es hat mit der Bibel keine Gemeinsamkeit. Und da müssen wir. Ich habe das nicht behauptet. Ich habe diese Argumentation nicht gebracht. Das mit Rebecca. Das kannst du mir jetzt nicht als. Kannst du mir dazu nichts sagen. Ich habe nicht behauptet. Um Himmels Willen, guck mal, Unikat. Ich will nur kurz was sagen. Moment, du hast ein bisschen geredet. Guck mal, ihr greift immer den Islam an. Im Sinne von. Beziehungsweise die Kriegsverse. Ob ihr es wahrhaben wollt oder nicht, das ist eure Angelegenheit. Das Kriegsverse, ja, es wurde getötet. Ja, wurde getötet. Keiner leugnet das. Der Punkt ist aber, wenn ich dann sage, was machen wir dann mit den Versen im Alten Testament, kannst du mir nicht sagen, ja, nur wenn wir eine Frage stellen über den Koran, Altes Testament wird nach links geschoben. Nein, wir haben klare Aussagen von Moses, wo gesagt wird, und tötet alle Säuglinge und Kinder und lasst die Frauen, die keine Jungfrauen sind, am Leben. Das sind klare Aussagen. Und die sind verständlich, ohne dass man sich auf den Heiligen Geist beruft. Was machen wir denn mit dieser Aussage? Was machen wir? Worum ging es denn bei den Töten von diesen Säuglingen? Worum ging es denn da? Es ging um Toni, ich lass dich machen, Toni. Ich weiß schon, um was es da geht, aber ich lass Toni das machen. Aber du, also eine Rechtfertigung für Töten von Säuglingen? Es gibt keine Rechtfertigung, es steckt ein Grund dahinter. Aber ich lasse Toni das machen. Oder okay. Das ist genauso wie mit Amalektina und dies Gott, warum hat er zugelassen, dass die ihre Tiere, was haben ihre Tiere gemacht? Es ging darum, dieses Volk hatte Urteil von Gott bekommen. Sie sollten bestraft werden für das, was sie getan haben. Die haben die Israelis hinterhältig angegriffen und alles Schlimme gemacht, so hinterhältig, verstehst du? Und dann hat Gott ein Urteil über dieses Volk Amalek gesprochen und hat gesagt, sie sollen ausgetilgt werden. Verstehst du das? Ich verstehe das, aber das ist eine Rechtfertigung. Und das mit den Babys. Ich mach das einfacher für dich, Unikat. Wenn du ein Götzendiener bist, und der Herr schickt dir ein Gesetz. Du aber missachtest dieses Gesetz und denkst, du bist über Gott und du meinst, du musst Gott mit Füßen treten jedes Mal, obwohl du ein Gesetz von dem Herrn bekommen hast. Mhm. Okay? Und du tust deine Kinder Götzen beibringen. Denkst du ernsthaft, dass der unser Gott mit der Sünde eine Gemeinsamkeit haben möchte? Nein, er wird dich dafür bestrafen. Und deswegen habe ich dir ja immer gesagt, der Lohn für die Sünde ist dann der Tod. Rechtfertigst du gerade einfach die Aussage, indem du sagst, Gott hat bestimmt, dass Säuglinge getötet werden und damit ist die Sache gegessen. Aber wenn der Islam aufruft gegen diejenigen, Allah sagt ja im Koran, und kämpft gegen diejenigen, die euch bekämpfen und vertreibt sie von da, von wo sie euch vertrieben haben. Das wird dann angeprangert, aber das Töten von Säuglingen wird nicht an Allah und den jüngsten Tag glauben, hast du vergessen. Das wird einfach auf Gott geschoben? Also dann sagt man der böse Islam, aber Säuglinge töten wird rechtfertigt mit Gottes Gesetz? Du hast mir glaube ich am Anfang nicht zugehört, aber ich lasse Toni weiter. Alles gut. Das, was Allah gesagt hat, das ist für Ewigkeit und das war eine einmalige Sache. Verstehst du das? Ja, aber es wurden Säuglinge getötet. Es wurden welche getötet, ja. Und das ist okay. Lies aber, worum es genau ging, anstatt nur einfach drei Worte zu nehmen und zu sagen, Säuglinge wurden getötet. Einfach das Töten von Säuglingen rechtfertigen. Unikat, aber bei euch gab es doch auch die Sinnflut, da sind doch auch Säuglinge gestorben, da sind doch alle gestorben, das ist doch genau dasselbe, das war auch einmal nur. Also ist es okay, Säuglinge zu töten? In dem Fall war es so
vorgegeben und es wurde gemacht, ob das okay war oder nicht. Es wurde gemacht, es war eine einmalige Sache, aber das, was in den Koran steht, das ist für immer. Man soll immer gegen die kämpfen. Nein, immer. Bis heute, seit 1400 Jahren oder was auch immer, kämpft und bis heute kämpft der Islam. Und ich sag dir noch eins, die sagen immer, Islam wird siegen. Ich sage, okay, ich weiß nicht, wobei die siegen sollen, um die Plätze der Jahannama oder ich weiß es nicht, aber egal. Sie werden vielleicht auch siegen, ne, irgendwann. Es soll auch so kommen. Und das Heftige ist, ne, das ist einfach unfassbar. Ich sag dir, wenn nur noch Muslime auf der Welt gibt, ne, wird es immer noch Mord und Totschlag geben. Es wird immer noch Mord und Totschlag geben. Weil dann werdet ihr, die Sunniten werden dann die Schias töten und die Schia werden die, was weiß ich, töten. Es wird niemals aufhören. Wir vergleichen jetzt die Aussage. Wenn nur noch Sunniten da sind, dann werden die Wahhabiten gegen die, was weiß ich, was kämpfen. Verstehst du das? Deswegen wieder Luca. Weil das einfach eine satanische Sekte ist, Bruder. Moment. Wir vergleichen immer nur Tod. Nein, wir vergleichen jetzt die Aussage mit Moses, wo er sagt, und tötet Kinder und Säuglinge, und wir vergleichen die Aussage gegen auf ihm, wo er sagte, tötet keine Frauen, keine Kinder, keine Greuse, keine alten Leute, keine Behinderte, nichts, zerstört nicht die Häuser der Christen, zerstört keine Bäume. Jetzt vergleichen wir die Aussagen. Wer ist barmherziger, der Gott des Alten Testaments oder in anderen Hadith steht, Bruder, darf ich nachher auch etwas dazu sagen, Bruder? Mohammed wurde gefragt. Ja, natürlich. Mohammed wurde gefragt, Prophet, wir gehen jetzt dieses Dorf, da sind auch Kinder und Frauen und so, was? Ganz kurz, Leute. Machen. Er hat er gesagt, kurz, die gehören zu Ihnen. Ganz kurz, Leute. Die gehören zu Ihnen. Schlachtet alle ab. Nein, doch Gott, locker, schlachtet alle ab, hat er gesagt. Leute, ganz kurz. Wo ist da die Barmherzigkeit von deinem Prophet? Das stimmt. Warte, Leute, ganz kurz. Mhm. Wieder locker, ich küsse dein Herz. Wie geht's dir? Und wenn du was sagen möchtest, sag ruhig, ne? Ja, gerne, Bruder. Ja, mir geht's schon gut. Man lebt. Ich hoffe, euch alles geht auch gut. Also wir müssen jetzt beachten, was der Muslim hier probiert. Er probiert zu sagen, wie grausam der Gott der Bibel ist. Aber er vergisst eine Sache. Die Befehl, die da in der Tora ist spezifisch für dieses Volk, die über 400 Jahre lang Israel angegriffen hat. Das sehen wir in der Tora, dass dieses Volk, sie haben Israel über 400 Jahre angegriffen und Gott hat mehrfach gewarnt. Dann sagte Gott, vollstreckte Bann. Und er tut das so und vergisst, das sein Gott selber. Nein, bleib hier. Lass mich jetzt aussprechen. Er vergisst, dass sein Gott die Sintflut geschickt hat. Ist das gerechtfertigt, dass dein Gott die Säuglinge dort umgebracht hat? Wollen wir darauf hören? Ich will von dir hören jetzt. Sag uns alle hier, ist das gerechtfertigt, dass dein Gott bei der Sintflut Säuglinge umgebracht hat? Jetzt lenkst du schön auf diese ab. Nein, ich lenke nicht ab. Das ist deine Masche, was du hier probierst. Ja. Mohammed hat befohlen, Bäume zu zerstören. Mohammed hat gesagt, als Frauen und Kinder umgebracht wurden, sie gehören zu ihnen. Im Islam musst du schwarze Hunde töten, du musst Gecko töten und andere Tiere töten. Auf jeden Fall. Soll ich das zeigen und beweisen? Starmun hat das schon lange widerlegt mit dem. Was widerlegt? Soll ich zeigen, dass Mohammed Häuser verbrennt hat, Bäume kaputt gemacht hat? Das willst du jetzt rechtfertigen mit Säugling töten, ja? Rechtfertige du uns hier, dass dein Gott Säuglinge umgebracht hat bei der Sintflut? Ist das gerechtfertigt? Ganz kurz. Ich möchte aber trotzdem, wenn wir Unterhaltungen führen, es muss keine Debatte sein, weil Unikat ist ja nicht hochgekommen zum Debattieren, aber Unikat kann die Wahrheit wenigstens mitnehmen. Ne? Das ist wichtig. Bruder, es geht nicht darum, dass zur Debatte oder nicht Debatte, es geht darum, was er hier probiert, die Menschen vorzumachen. Ich mache nichts vor, das steht da drin. Die Bibel hat Säuglinge umgebracht und bleibt bei dem die ganze Zeit und fragt uns alle hier, ist das richtig, Säuglinge umgebracht worden ist. Aber sein Gott selber bringt ein Kind in Koran, wird ein unschuldiges Kind umgebracht. Ich kann dann auch fragen, ist das gerechtfertigt? Aber jetzt sagst du auf einmal, aber dein Gott?
Es geht ganz, um ganz genau, ganz genau. Das ist das, was du harrst auf Zeuglinge und sagst und fragst die ganze Zeit die Christen, ja, ist das gerechtfertigt? Aber dein Gott selber lässt kleine Kinder umbringen. Ich sage dir warum, weil ihr geht ja sowieso davon aus, dass der Islam Terror ist, aber das Christentum nicht. Aber anscheinend ist es doch so. Anscheinend ist es doch so. Der Unterschied, wenn wir sagen, 400 Jahre hat Amalek Israel... Ja, TikTok Sport, genau, hat Israel angegriffen und Gott hat dann gesagt, nach über 400 ja, Jahren vollstreckte Bahn. Und die Juden haben den Bahn nicht vollstreckt, wenn du die Bibel lesen tust. Du wirst sehen, die Juden haben gegen Gottes Wille gehandelt. Ah, und wohl demjenigen, der sein Kind am Felsen zerschmettert, war auch so ein Ding? Oder das was? Ist ein Psalm Davids, weil das Volk von Amalek das gemacht haben mit diesen Kindern von den Israeliten. Du kannst das lesen, das ist ein Psalm. Und David sagt Gott, mach das, was sie mit uns gemacht hat. Was sie mit uns gemacht haben, ist, und schmettert ihre Kinder, auf Stein, so TikTok-Sportli. Aber das ist nicht passiert, sondern das wurde an die Kinder Israel getan. Du musst den Psalm lesen. Was kann ein Baby dafür? Lies den Psalm und du wirst sehen, dass das nicht gemacht wurde, sondern das haben die Volk von Amalek am Israel angetan. Und in diesem Psalm fleht David, Gott das Gleiche zu machen mit den Kindern. Und da, okay, das wurde aber nicht gemacht. Vers. Wir bleiben beim ersten Vers. Tötet die Säuglinge. Was können Babys dafür? Ich habe eben neunmal. Das wurde aber nicht passiert. Eine Sache muss man auch verstehen. Das sind Erzählungen, ja, und das sind aber keine Tötungsbefehle, Unikat. Und wem ist Moses? Wer hat den Moses? Das darfst du auch nicht vergessen. Ne? Es gibt aber im Islam Tötungsbefehle, nicht so wie in der Bibel. In der Bibel befiehlt uns keiner zu töten. Das darf man auch nicht vergessen. Wird das Volk ausrotten, das ungläubige Volk. Tötungsbefehle und Ausrottung von Völkern, die heute noch gültig sind, bis in die Ewigkeit. Das ist die Sache. Die Tötungsbefehle gilt bis in die Ewigkeit. Er probiert hier uns einfach nur zu verraschen, indem er immer sagt, ah, was ist mit den Zeuglingen? Was ist mit den Zeuglingen? Aber die Tötungsbefehle, die heute noch gilt, will er verstecken damit. Auf jeden Fall. Du kommst eben nicht damit klar, dass das Alte Testament den Leuten bekannt ist. Das ist das Problem. Was ist mit dem Alten Testament? Ich kenne das Alte Testament. Ich kenne die Bibel sehr gut. Und ich kenne, schau mal, Unikat. Mit allem Respekt. Das ist ein Vers. Es gibt noch 20 Stück, die so sind. Unikat. Ich kenne die ganze Bibel. Okay? Wenn eine Frau vergewaltigt wird und nicht laut genug schreit, dann wird sie auch gestorben. Zeig uns den Vers. Zeig uns den Vers. Wir gehen dort zu lesen. Islam heute zeig noch uns den Vers. Ja, aber zeig uns den Vers. Du musst nicht werden, wird die im Islam bestraft. Weißt du das bis heute? Ja, klar. Aber Unikat, du darfst aber nicht. Oh Mann, das ist echt eine arme Seele, der Typ. Ja? Weißt du, was dein Problem ist, mein Freund? Mein Freund, dein Problem ist, du gehst in Moschee oder zu Imam, du lässt dir nur Lügen von ihnen erzählen und dann kommst du und verbreitest die wie ein... Ich hab die Bibel doch hier, ich kann die doch aufschlagen. Sportlich ein Hund seine Scheiße auf der Straße verteilt, ja? Und das ist dein Problem. Du musst selber lesen, selber. Du hast ein Gehirn. Du kannst doch lesen, oder nicht? Ich habe die von der christlichen Freundin. Selber lesen. Ich habe die Bibel hier in meiner Hand nicht von einer christlichen Freundin. Von Imam nur rauspieksen, Sheikh Uthman, nur so Sachen rauspieksen. Ey, Jesus hat sich doch dahin geworfen und hat Gott angebetet und nur so Sachen raussuchen, aber der erwähnt nicht den Vers dahinter, wo steht, er betet zu seinem Vater. Das macht er extra nicht, dieser hinterhältige Typ. Ja? Hör auf diese Lügenimame zu hören, Bruder. Hör nicht auf die Lügenimame, Bruder. Du kannst selber lesen, nimm alle Schriften. Allah. Leute, ich musste ganz kurz pausieren, dass jeder sich ein bisschen beruhigt und dann ist okay. Mama mia. Leute, kommt mal ein bisschen runter. Das ist wie Dinger.
wie wenn wir nach Al-Burak, wenn wir fliegen. Leute, Allah, was ist mit euch, Leute? Kommt runter, sonst sitzen wir alle auf Al-Burak und fliegen bald. Leute, ich küsse eure Nierensteine, Mann. Ohne Spaß, ich liebe euch von ganzem Herzen, soll euch Gott 10-mal belohnen. Aber oha, Mann, kommt schon. Hey, ich kann nicht mehr, Leute, ich küsse doch eure Herzen. Eine kleine Sendepause, Leute. 10 Sekunden und dann, ich mache Dinger ganz normal wieder. Aber wenn das so weitergeht, ich habe das Gefühl, ihr zerreißt noch eure Köpfe raus. Ja, aber ich verstehe das generell nicht. Ich meine, wie der Luca hat es ihm doch perfekt erklärt. Er hat ihm doch gesagt, bevor jeder von denen das Gehirn in das Schienbein reinrammt. Oh, jetzt Leute, Mann. Ein bisschen Spaß muss sein, ne? Ein bisschen Spaß muss sein. Versteht mich bloß nicht falsch, ne? Also, Mama Mia. Also gut, Leute, ich mache jetzt mal, ich mache das jetzt mal aus und ich hoffe, dass ihr normal miteinander redet, ja? Toni und Unikat, bitte einer nach dem anderen ausreden lassen. Jetzt. Er sagt, ich habe vorhin gesagt, ich habe die Bibel bei mir, ich habe das von einer christlichen Freundin damals geschenkt bekommen und ich habe das gelesen. Laut eurer Aussage brauche ich keinen Exegese, niemand. Wenn hier steht, tötet Säuglinge und alles, was an Frauen lebendig ist, lasst am Leben, an Jungfrauen, dann kann mir niemand sagen, ja, es ist deswegen und deswegen. Es ist passiert. Säuglinge wurden getötet. Das ist mit nichts zu rechtfertigen. Mit gar nichts. Warum geht es mir wieder locker? Guck mal, ich kenne dich. Wie lange wiederholt er hier das wegen Säuglinge? Und vergiss selber, was sein Prophet gemacht hat und welche Befehle heute noch gültig sind. Säuglinge hat Allah umgebracht in der Sintflut. Allah lässt ganz unschuldige kurz Kinder töten und ganz er reklamiert. Ganz kurz, Sugar Melon. Ja. Ich hole kurz den Bruder Schachmat kurz hoch, ist das okay? Nein, Flex, ich wollte was sagen. Ja, schieß los. Nein, egal, weil die reden ganze Zeit. Nein, rede, du darfst reden, rede doch. Nein, aber also, niemand, Flex, ich gehe kurz raus, ja? Okay, Bero, oder Bero geht kurz raus. Dann bleib du drinnen, Sugar, und dann geht Bero ich raus. Ich gehe kurz also raus. Okay. Weil seit einer Stunde höre ich Blödsinn und... Aber ich mag nicht Leute unterbrechen, wenn sie reden. Also wenn Toni spricht und wieder locker, die haben beide recht. Aber ich habe so viel Blödsinn gehört, so viel Blödsinn von diesem Unikat. Ich wollte einfach nur sagen, also erstens, ich will nur mal zurückkommen, was er gesagt hat wegen Kinder und so weiter, heiraten, keine Ahnung, das damals normal war. Also bitte, Unikat, lass mich nur aussprechen, weil ich mag das nicht, wenn man mich unterbricht, okay? Ich mag, wenn ich meine Mutter beleidigt. Ich habe deine Mutter nicht beleidigt, okay? Hör auf. Ich habe einen Screenshot gemacht. Ich schick's nachher Flex, weil du so eine Lügnerin bist. Ja, okay. Schick alles, was du auch vorhin gesagt hast, okay? Ja, mach nur das. Mach ich. Ja, kein Problem. Also. Leih, Alter. Ich wollte nur. Ja. Schau mal, wie der redet, wie der islamische Geist ihn zerfrisst. Ja, ich habe einen Screenshot gemacht. Du hast da gesagt, deine Mutter. Lüg nicht rum. Okay, Leute. Ich wenn zum Beispiel sie beleidigt und sie sagt, deine Mutter, dann ist das doch was. Ja, jetzt wollte ich reden wegen Kinder heiraten. Hör mal zu. Du hast gesagt damals... Ich will mit dir gar nicht mal reden. Du darfst dich mal predigen laut deiner Bibel. Eine Frau darf nicht die predigt doch gar nicht. Das tut nicht, man nicht natürlich predigt. Leute. Der zeigt mir für die Unterbrechung. Ich glaube, es ging hier wieder um 1. Samuel 15,3 oder über was sprechen wir hier? über was geht's hier? 1. Samuel 15,3? Ja, die Frage. Ganze Zeit Unterbrechungen. Leute, Sugar Melon muss sprechen. Lasst mal bitte Sugar Melon sprechen. Bitte, Leute. Nein, bevor sie ein neues Thema aufmacht, ich würde das gerne. Nein, sie muss wirklich zu Ende reden, weil sonst ist echt unfair, weil sie wollte die ganze Zeit was sagen. Safi. Ja, okay. Der islamische Geist ist ein bisschen zu viel aufgeregt heute Abend, lässt ihn nicht in Ruhe. Ich wollte nur sagen, wegen Kinderehe. Er hat gesagt, ja, das war normal damals und so weiter. Es ist, wir sind nicht in der gleichen Zeit und so weiter. Das ist nicht wahr. Immer Muslime sagen die gleiche Sache. Das, damals war das normal. Das war nicht normal, Leute. Weil Jesus Christus war schon da, bevor Islam erfunden wurde. Okay? Jesus Christus war schon vorher da.
Das ist die erste Sache. Und was hat Jesus gesagt über Kinder? Er hat gesagt, man sollte nicht Kinder schauen, wisst ihr schon, mit welchen Augen, so für komische Sachen, zum Heiraten oder keine Ahnung was, Bunga Bunga mit Kindern machen. So hat Jesus gesagt. Und das war, bevor der Islam erfunden wurde. Und dann kommen diese Leute 600 Jahre später und wollen uns heute dazu überzeugen, dass das normal in dieser Zeit war, Kinder zu heiraten. Nein. Keiner will mich überzeugen, glaub, was du willst. Sehr schön. Erwähne auch kurz, was Jesus gesagt hat, was mit den Menschen passiert, die sich an Kinder vergreifen. Zum Beispiel an Mohammed, der das gemacht hat. Ja, einer genau. Wie du hat das gemacht. Das Mühlenstein am Hals und tiefste Meer, ne? Genau. Und ihr könnt nicht kommen 600 Jahre nach Jesus und uns erzählen, dass das normal ist. Weil wie Flex auch gesagt hat, also die Generationen, die werden immer besser und besser. Und es gibt keine Kinderheirat. Du kannst mir nicht sagen, besser. 600 Jahre. Schwanger sein ist besser. Auf jeden Fall. Kann ich eingehen? Komm, lass ein. Er redet die ganze Zeit von Säuglingen und so weiter, von Alten Testamenten. Ja, davon lenkst du ja ab. Warte, ich bin am Reden. Verstehst du kein Deutsch? Soll ich Albanisch reden? Nein, Alter, du bist der deutschen Sprache definitiv nicht mächtig, Alter. Bitte. Lass es. Kuckuck, Bertü. Ja, aber oh, Leute, nicht komm, beleidigen. Komm, red mal fünf Sprachen wie ich, dann reden wir zusammen. Lass es, wieder. Bitte, ich bitte dich. Leute. Wegen Alten Testament. Ich beleidige die ganze Zeit den Alten Testament. Aber erzähl mir nur eine Sache, erklär mir bitte, weil ich bin dumm, okay? Ich bin ein dummer Mensch, ich verstehe das nicht. Nein, Leute, beleidigt euch nicht. Bitte lass sachlich bleiben. Unikat, nicht beleidigen, bitte. Nein, das ist das Problem, er darf das in seinem Islam. Sugar Melle. Ich sag das für mir selber, okay? Ich bin dumm, ich bin ein dummer Mensch, ich kenne nichts vom Islam. Ich will jetzt von dir eine Antwort haben. Entspann dich doch mal. Nein, warte, ich bin ganz entspannt, weil ich höre deine Dummheiten seit vorhin an. Ich wollte nur eine Sache wissen von dir als Muslim. Erklär mir mal. Also du beleidigst ganze Zeit den Alten Testament und sagst, das steht da, das steht hier, das steht dort. Aber was steht in dem Koran über den Alten Testament? Kommt das von Allah oder kommt das nicht von Allah? Und ihr sagt, warte. Und ihr sagt, nein, aber das wurde gefälscht von Menschen. Wieso, jetzt antworte mir diese Frage, wieso war Allah so dumm, seine eigenen Schriften nicht. Guck mal, einer, aber du bist dumm und halt, guck mal, pass auf, wie du redest. Hast nein, du sie fragt doch. Sie fragt. Respekt, warum war er? Guck mal, das wird hier nur warum persönlich. Hat er, ich möchte, warum hat er sein Wort fälschen lassen? Das ist eine berechtigte Frage. Warum hat er sein Wort fälschen lassen? Stell die Frage richtig. Nicht, warum ist gerade stopp. Stopp. Blöde und kann nicht mal Deutsch reden. Es reicht. Okay, Moment. Du hast mich Moment, sehr gut verstanden. Es reicht. Okay, Sugarmelon, so ich bitte dich. Sein Wort nicht verfälschen zu lassen. Halten. Nein, ruhig, mit dir will ich mal reden. Ich mach mal den Bruder auf Nummer 3 und dann, dass jeder Rederecht hat. Alan, kann ich abschließen? Kann ich den nächsten machen oder willst du noch was sagen? Dann sag schnell was, weil wenn alle reinreden, dann muss ich kurz Pause machen. Nein, aber Leute, nur eine Sache noch. Er sagt, wie gesagt, wegen Alten Testament, er sagt immer, die haben immer die gleichen Ausreden. Ja, Rebecca war 3. Ich wusste nicht, dass man mit 3 schwanger sein kann. Erstens. Zweitens. Ja, das war normal, damals Kinder zu heiraten. Heute ist das nicht mehr so. Falsch. Jesus hat vor dem Islam existiert, auf dieser Erde gelebt. Okay? Islam ist 600 Jahre später gekommen. Und 600 Jahre nach Jesus Christus war das nicht normal, Kinder zu heiraten. Die haben das gemacht, weil sie perverse Leute sind, weil Mohammed einfach ein perverser Mensch war. Okay? Und er hat den Islam von A bis Z erfunden. Und diese Leute sind so blind, um daran zu glauben. Und was kann man von einem Menschen erwarten, der hier vor allen Leuten, vor 400 Leuten sagt, ja, ich stehe dazu, dass Aisha 6 war. Und sie war 9 Jahre alt, als Mohammed sie auseinandergenommen hat. Er hat das laut deutlich vorhin gesagt. Okay? Was kann man davon erwarten von diesen Menschen? Ich würde ihn einfach rausschmeißen und gar keine Diskussion mehr mit ihm haben. Ihr habt wirklich sehr viel Geduld hier. Wirklich sehr, sehr viel Geduld. Ich versuche es halt jedem recht zu machen. Ne? Ansonsten heißt es am Ende, ah, Flex ist so ein, Schaut euch mal diese Leute, die hier, diese Teufelskinder, die auf Albanisch hier beleidigen. Kurv, Rospita, Chief Shamotren. Ja, mach weiter. Wenn jemand auf Albanisch beleidigt hat, Sugarmelon, sag uns bitte, wer das ist, Sugarmelon, und den tun wir direkt.
Also Marouche, du hast meinen Segen, ne? Also wenn ich mach mal kurz Show aus. Ich mach kurz Show aus. Sugar Melon soll einfach die Namen nennen. Ich hab den schon gesperrt, alles gut. Okay. Okay. Flex, kannst du auf 3 Minuten machen? Du kannst jetzt auch so reden, alle sind ruhig, das passt schon. Ja, okay. Guck mal. Erstmal Shalom Aleichem, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Gottes Segen an meine christlichen Geschwister und ein Hallo an die Muslime. Wir machen hier einen ganz kurzen Prozess. Ich mag das nicht, wenn man lange um den heißen Brei redet. Wurde 1. Samuel 15,3 erwähnt? Warte schnell, Bruder, das hat mir gefallen, Bruder, deine Einführung. Ich meine, was? Das hat mir richtig gefallen, ey. Okay, Leute, 1. Samuel 15,3, Pierre Vogel, sein Lieblingsvers, das können wir ganz einfach widerlegen. In diesen Versen geht es um die Amalekiter. Gott, der Vater, hat diesem Volk, Völkern, über mehrere Generationen Zeit gegeben, um umzukehren zum Herrn. Der Schöpfer hat direkt nach dem Sündenfall dem Satan eine Ansage gedrückt, 1. Mose 3,15. Darauf hat Satan durch die Aussage verstanden, dass ein Kind geboren wird, was ihn, dem Satan, vernichten wird. Also, was wäre jetzt Satans Plan? Dass dieses Kind, der Messias, Ruhullah, Kalimatullah, niemals zur Welt kommt. Und eines der Mittel Satans im Alten Bund war es, diese Völker gegen das auserwählte Volk aufzulehnen. Er, der Satan, hat versucht, die Blutlinie zu verunreinigen, damit der Herr, der gesalbte Jesus Christus, der gesalbte Messie, nicht geboren wird. Und jetzt kommt sowieso ein Schachmattzug. Es ist kein universelles Gesetz, also hör auf zu lügen. Der zweite Punkt ist, ich bin keine Person, wirklich, der hier irgendwas schlecht redet oder einen Propheten beleidigt oder sonst irgendwas. Wirklich nicht 0%. Ich habe sehr viel Respekt. Aber hört auf mit dem Rebekkas 3-Argument. Das stimmt nicht. Das ist eine reine Lüge. Ich sage dir eine Sache. In der Bibel, im Markus-Evangelium, steht eindeutig drin und es wird 7-mal in einem Kapitel erwähnt, dass eine 12-Jährige ein Kind ist. Und das ist 600 Jahre vor Mohammed, dass eine 12-Jährige ein Kind ist. Das wird im Markus-Evangelium erwähnt. Das könnt ihr alle nachlesen. Ich glaube, in Kapitel 7, wenn ich mich nicht irre. Aber bitte hört auf, Lügen zu verbreiten. Das, was die Geschwister sagen, das stimmt alles. Hört auf, Lügen zu verbreiten. Unikat, wenn du wahrhaftig bist, lass miteinander reden. Hat keiner behauptet. Brauchst das Argument gar nicht ranführen. Ich auf jeden Fall nicht, habe das gar nicht behauptet mit Rebecca. Habe ich auch schlecht gesagt. Deswegen brauchst du gar nicht anzuführen. Hat keinen Sinn. Wo ist denn das Problem jetzt? Nix. Du hast ja gerade die Ansage. Jetzt gibt es kein Problem, aber gerade hast du groß geredet. Was? Gerade hast du doch groß geredet. Ich habe den Vers. Wieso redest du ohne Wissen? Einer wie du redet ohne Wissen. Wieso redest du ohne Wissen? Einer wie du redet ohne Wissen. Okay, was ja, ist aber, dein Problem? Aber Unikat, der. Ich habe die Argumentation nicht. Ich habe das nicht behauptet mit Rebecca. Was erzählt er da? Ja, hört auf. Das hast du vor zwei Minuten gesagt. Alles gut. Du hast ja nichts über Rebecca gesagt. Erklär dir nur auf. Alles gut. Okay, soll ich weitermachen? Unikat, soll ich dir eine Sache sagen? Aha. Die Christen hier, du siehst ja selber, es gibt hier keiner, der hier irgendwie philosophiert, sondern hier wird einfach nur Hack gesprochen, einfach nur die Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Wenn ich das Buch aufschlage, steht da, tötet Säuglinge und Kinder. Von Moses. Egal aus welchem Grund. Säuglinge wurden getötet. Es ist nicht egal aus welchem Grund. Dann habe ich eine Gegenfrage an dich. Lass mich schon etwas sagen. Schau mal. Es steht in der Bibel so, ich akzeptiere, ich bin kein Heuchler. Ja. Und es ist passiert, es wurde befohlen. Ja, mein Gott. Ja, einfach wegscheren. Genau, darf man das genau. Aber hör zu. Dein Allah wird in der Endzeit genau das Gleiche machen. Es wird genau alles wieder passieren. Ich bin kein Heuchler, wie du. Ich stehe zu das, was in der Bibel steht. Du bist ein Heuchler. Es steht so in der Bibel. Aber gibst du zu, was wir vorwerfen im Islam? Guck mal, erstens. Stehst du dazu? Stehst du zu deinem Gott? Oder bist du jetzt ein Heuchler? Habibi, wieder. Lass uns das einfacher machen. Lass ihn sogar dieses Argument. Was ich ja vorhin erwähnt habe, war so perfekt erklärt. Gott kann mit der Sünde keine Gemeinschaft haben.
Und wenn Menschen trotzdem mit den Füßen den Herrn treten, ist der Lohn für die Sünde der Tod. Und das ist ganz easy. Amen. Warum? Amen. Gott? Punkt aus. Genau, Punkt aus. Sehr gut gesagt. Und ich sage dir noch eine Sache. Ich füge etwas hinzu, weil dieser Typ Unikat 1990 ein maximaler Heuchler ist. Ich sage dir warum. Gab es laut Islam eine Sinnflut? Ja oder nein? Jetzt fühlt er das selber Argument an. Das haben wir ihm schon gesagt, Bruder. Ja, guck mal, und das ist der Punkt. Gar nicht. Darf Gott entscheiden? Wir immer behauptet, dass ihr, ach so, heilige Menschen seid, aber so viel emotional. Er verarscht uns. Ich könnte das nicht verstehen, warum ich da reingekommen bin. Verstehst du Deutsch? Halb Stunde sagte Zeuglinge, halb Stunde ist er hier und sagt nur Zeuglinge. Ey, bitte, ehrlich, ändere wie das Thema. Ey, oder wenn ich länger, weißt du, ich bin halb Stunde hier und immer noch Zeuglinge. Was ist das? Das sagt doch die Bibel, nicht ich. Okay, hat Allah Kinder umgebracht, ja oder nein? Mit was willst du das jetzt rechtfertigen? Ich will es gerne wissen. Nein, mit Sinnflut. Hat Allah Kinder umgebracht, ja oder nein? Mit was rechtfertigst du das ja oder nein? Jetzt? Dort ja die Befehl, die Zeuglinge zu töten. Ich habe schon gesagt, ich akzeptiere das. Ich akzeptiere, nein, ich bin kein Heuchler. Ich akzeptiere das. Israel aber hat das nicht gemacht. Das Volk Israel hat nie den Bann vollbracht. Okay, und das ist der Punkt. Sei du kein Heuchler jetzt. Sei du kein Heuchler jetzt, hat Allah in der Sinnflut Zeuglinge umgebracht, ja oder nein? In was für einer Welt leben wir, indem man das... Aber also, wir sehen, er verarscht euch hier. Flex, mach mich groß, Flex, mach mich groß, Bruder. Ende wie das Thema, Bruder, weißt du, weil... Warte. Verstehst du Deutsch? Allah war beschäftigt, sein Bein zu rasieren, deswegen konnte er nicht sehen. Mann, du kannst sowieso kein Deutsch, du brauchst nicht reden. Leute, bleibt in der Liebe. Leute, ganz kurz. Deine Erziehung, Bruder, warum greifst du die Schwester so an? Warum hat dir der Islam beigebracht, Frauen so zu verachten? Warum? Was ist los mit dir? Hab mal ein bisschen Respekt vor der Dame, ja? Das ist die einzige Frau hier. Und du. Allah. Leute. Ich habe jetzt gerade wieder Show reingemacht, dass alle sich ein bisschen etwas beruhigen, okay? Leute, bleibt einfach ein bisschen in der Liebe. Ich habe langsam das Gefühl, dass wir unser Gehirn nehmen und das gegen Allah das Schienbein reinhämmern. Leute. Hey Leute, Mann, ihr seid nicht normal, Mann. Chillt mal. Bruder, ich verstehe nicht, wie oft wir das noch erklären sollen. Es wurde jetzt schon gefühlt 30 Mal erklärt. Ich verstehe das einfach nicht. Der Unikat rausgegangen, aber wie gesagt, ich hoffe, der ist jetzt nicht beleidigt oder sonstiges was. Das Ding ist, wir müssen einfach nur in der Liebe bleiben. Oh Mann. Also ich habe ihn nicht rausgekickt, dass die Leute noch denken, ich hätte ihn rausgekickt oder so. Er ist rausgegangen. Ja, Leute, ne, ich schaue aus. Wenn Unikat nochmal hochkommen möchte, ist gar kein Problem. Ne? Bruder, jetzt kannst du mich groß machen. Ich mach dich groß, Bruder. Das ist ein sehr schönes Bild. Da steht Allah drauf, auf sein Gewand. Das ist Jesus Christus, der Messias, der allein wahre Gott. Jeder, der den Christus leugnet, ist der Antichrist. Und das seid ihr, ihr Götzendiener, laut biblischer Sicht. Laut biblischer Sicht seid ihr alles Götzendiener. Aber Leute, ich wollte nur was Kurzes sagen. Eine Sekunde. Habt ihr gemerkt, nur weil ich eine Frau bin, wie der sich aufgeregt hat? Jedes Mal, dass ich mit ihm geredet habe. Das ist der Islam, weil Frauen sollten ihre Fressen halten und nur Kinder machen. Für Scharia. Zu Hause bleiben, kochen, Kinder machen. Das sollten Frauen machen, laut Islam. Und als wisst ihr, was schon dienen im Allahs Himmel. Das sollten Frauen sein. Richtig, Schwester. Deswegen hat er so viel Hass gehabt. Ich habe das auch gerade gesagt. Ich so, nur weil sie eine Frau ist, sobald du geredet hast, ist der sofort aggressiv geworden. So, ne? Das war dieses Islamische, weil Frauen halt minderwertig sind, weißt du? Und die Frauen, was du gerade gesagt hast, mit heiraten viele und so, ne? Weißt du warum? Mohammed, der hat das geplant, weißt du, immer mindestens 4, also die Männer, und er durfte ja dreifach so viel, aber
damit die schnell wachsen, damit Islam wächst. Deswegen hat er das gemacht. Und die Frauen sollten nur wie Gebärmaschinen einfach nur gebären, kümmern, keine Aussagekraft, nichts, keine Rechte, nichts. Und dann sagt ja, mir letztens so eine deutsche Frau, so mit kurzen Haaren, hat die so eine Predigt gemacht, so eine deutsche Konvertierte ohne Kopftuch, so kurze Haare hat die gehabt, so eine ältere Frau, da hat die gesagt, wo Mohammed gekommen ist, hat er den Frauen erlaubt, Kopftuch zu tragen. Er hat denen sozusagen Rechte gegeben, er hat denen das erlaubt, Kopftuch zu tragen. Dann habe ich gedacht, so durften die vorher nicht, wenn die wollten, Kopftuch tragen? Oder hat er das erst dahin gebracht? Also ich bin ganz ehrlich zu euch, ab morgen haben Frauen in meinem Channel mehr Rederecht wie Männer. Ich sag's euch ganz ehrlich. Natürlich, man muss doch Frauen ab morgen haben nur die Frauen Rederecht hier. Ich bin ganz ehrlich, ne? Ab morgen nur noch die Frauen. Von mir aus auch jesidische Frauen, die haben hier mehr Rechte zum Reden, wie sie wollen. Können gerne hochkommen und drüber sprechen, das ist mir egal. Weil Frauen sollten eigentlich nicht unterdrückt, das geht echt nicht. Frauen dürfen nicht unterdrückt werden oder zu sagen, hey, du darfst nicht reden, das funktioniert so nicht. Ne? Dann auch Frauen sprechen lassen. Also, Bruder Flex, ich wollte noch kurz für diesen Unikat, ne? Der arme Junge, der tut mir eigentlich leid, so, ne? Und auch die ganzen anderen so Muslime, die so voller Aggression und dies und das so. Guck mal, Bruder, ich habe das mitbekommen, so auch, ich hatte libanesische Familie, so Freunde, also von meiner Frau war verwandt so, die Schwester war mit ihm verheiratet, ich habe das so mitbekommen, der hat seinen kleinen Jungen, so ein lieber kleiner Junge, der war so süß, ich schwör's dir, und der hat ihn so, er hat immer gesagt so im Kindergarten, du darfst nicht mit den Deutschen reden, du darfst nicht mit den Christen reden, du darfst das nicht, du musst sie hassen. Habe ich gesagt, hey, was bringst du ihn dabei, Alter, was ist los mit dir? Ja, das ist aber irgendwie so, der wusste nicht, dass ich sehe aus wie ein Moslem halt, er dachte, ich wäre auch Moslem, so, ne? Und habe ich gesagt, was bringst du ihn da für einen Müll bei, Alter, den armen Jungen, so, ne? Bruder, die werden von Anfang an, erstmal von den Eltern, dann von Imamen und so, denen wird richtig in Hirn geschissen, na, TikTok sportlich jetzt. Verstehst du, die kriegen das und dann wachsen die mit diesem Hass auf. Die sind doch so gezwungen, so zu hassen, weil die das alles vorgegaukelt bekommen, verstehst du? Und ja, ich habe voll gemerkt, dass er nur Lügen von seinem Imam erzählt hat. Der hatte gar kein Wissen. Der Junge hatte gar kein Wissen. Der hat gesagt, er hat die Bibel da vor sich, aber er hat nur diese drei Zeilen gelesen, die Imame ihm erzählt haben, damit er die Christen widerlegen soll und so ein Scheiß. Verstehst du? Und das, die können einen nur leid tun. So, die sind voller Hass, voller Aggression, voller Testosteron und was weiß ich, Amok laufen die sozusagen, ja. Und das ist einfach nur, ja, das sind eigentlich gute Menschen, so. Die werden geboren als, ne, unschuldige kleine Kinder und dann werden die so voll mit Hass einfach gemacht, weißt du, und auf die Welt losgelassen, weißt du, das ist einfach nur. Ja, aber diese, Schade, oder, Toni, weißt du? Aber diese unschuldige kleine Kinder, die haben doch Internet zur Verfügung und die benutzen ja diesen Internet, um Scheiße zu lernen, aber nicht den wahren Gott zu suchen. Das ist einfach. Toni, Schwester, das Problem ist, diese Indoktrinierung ist so heftig, ne, dass die nicht in Frage stellen dürfen, weil es wird ja auch gesagt, du darfst bloß nicht den Kuffar glauben, du darfst Internet nicht glauben, alles ist von Dings und dies. Ich kenne das alles, ich bin mit denen aufgewachsen, ich bin mit Kurden, mit Türken, mit Dings, ich bin in der Türkei aufgewachsen. Ich kenne das alles und dann bin ich nach Deutschland gekommen, weil ich mit Araber, Albaner, alles mögliche, Libanesen und so, ich kenne das Grunddenken, ich weiß, wie die erzogen werden, ich weiß genau, wie was in der Moschee abgeht, ich weiß alles, weißt du? Und ich sehe, dass das einfach nur Opfer sind, die Armen, weißt du? Natürlich werden die dann später so, ja, uns schlimm laufende Armut und so. Die dürfen aber nicht hinterfragen. Die dürfen bloß nicht lesen und manche lesen doch und konvertieren dann, weißt du? Aber die werden so von Familie unter Druck gesetzt, dass die bloß nicht halt den Ungläubigen so zu sagen, ja, Glauben schenken sollen, bloß nicht die Quellen und die Bibel ist verfälscht. Da diese ganze Standarddinger, verstehst du, die wir auch jeden Tag im Internet hören, so, ne? Dieses Standarddinger wird einfach eingebläut mit aller Wucht in den Schädel und das kriegst du nicht so leicht weg, verstehst du? Man sagt ja in der Psychologie zum Beispiel, wenn du jetzt ein Jahr brauchst, um eine
zum Beispiel Panikattacke zu entwickeln, brauchst du 10 Jahre, um die wegzukriegen. Verstehst du, was ich meine? Und genauso ist das mit diesen Schädel bekommen. Das ist sehr schwer, das rauszukriegen. Verstehst du? Das ist halt so, ne? Das ist einfach nur. Malige Flex, Mann. Spendet mal ein paar Sachen hier rein für den Bruder. Der macht seit 5 Stunden hier super Arbeit. Da muss mal wirklich immer Respekt gezollt werden. Ist einfach Fakt, Bruder. Warum? Was meinst du? Anerkennung, Bruder. Jetzt die Leute sollen mal was reinspenden. Nein, nicht wegen Geld. Stopp. Leute freiwillig Leute machen. Oh, um Himmels Willen, bloß keine Ansage machen. Bruder, ja, ich weiß doch. Aber weißt du, mir ist diese Anerkennung wichtig, wenn jemand hier 5 Stunden ist, sein Gesicht zeigt, sein Leben riskiert und was auch immer. Leute, schenkt diesem Bruder Anerkennung. Mir geht es nur um die Anerkennung. Na, war alles gut, ich mache das doch gerne. Ich meine, diese Aufklärung ist mir sehr, sehr wichtig, weil man kann ja nicht gewisse Dinge einfach in den Raum stehen lassen und sagen, hey, Rebecca war 3 und dann lesen wir aber was ganz anderes. Wir müssen die Wahrheit sprechen. Und deswegen mache ich dann einfach diese Aufklärung. Leute, ich küsse doch euer Herz. Ich küsse euer Herz. Und wirklich, soll euch wirklich der Herr euch 10-fach mehr belohnen und wirklich, der Liebe geht raus. Leute, ihr könnt auch liken, alle zusammen, wenn ihr alle liked. Ja, alles gut, Leute, ich küsse eure Herzen, wirklich. Ich küsse eure Herzen. Jesus ist der Christus. Jetzt hört auf. Jesus ist der Christus. Da müssen wir wahrhaftig sein bei der Arbeit und wir müssen auch wirklich. Ja, das steht sogar im Koran, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja Leute, ne, so sieht's aus. Genau so will ich also das wirklich sehen. Das ist Anerkennung. Ich küsse eure Herzen. Ich küsse eure Herzen, Leute. Ihr seid wirklich die Besten. Und wir bleiben weiterhin in der Liebe, ist ganz, ganz wichtig. Wir werden nicht so wie diese Gummibärbanden sein. Ne? Wir bleiben einfach real und gut ist. Ne? Flex, beendest du? Ja, Bruder? Beendest du? Nein, eigentlich will ich nicht beenden. Ich merke aber nur, ich werde ein bisschen müde. Ich würde am liebsten noch weitere mit euch weitermachen. Aramäer, hey, yo. Nein. Löwen geschickt. Jetzt schickt der Löwe. Ich küsse doch eure Herzen, Mann. Wirklich, ich küsse eure Herzen. Leute. Die hören auf ihren Imam. Leute, ich küsse doch eure Herzen. Ich küsse doch eure Herzen. Hey, Muslim, ihr könnt auch ein bisschen spenden hier. Jin, ich küsse dein Herz. Spendet für die Wahrheit. Wirklich, Leute. Wahnsinn. Ich küsse eure Herzen. Ich sag das nochmal, soll der liebe Gott 10-fach mehr belohnen, wie ich selbst. Ne, wirklich, jetzt mal ohne Spaß. Soll euch der Herr 1000-mal mehr belohnen. Ne, einfach nur für die Unterstützung, Leute. Ihr seid wirklich das, wirklich, ich küsse eure Herzen. Vorhin war ich noch richtig on fire, da war ich noch richtig strong dabei. Jetzt merke ich halt, okay, es wird langsam spät, ich werde langsam ein bisschen müde. Aber wie gesagt, Leute, ich küsse dein Herz. Leute, vielen, vielen Dank, wirklich. Vielen Dank. Sache, da wir gerade so viele sind, der Bruder Imam hat eine Telegram-Gruppe, wenn ihr da rein möchtet, schreibt ihm bitte privat, vielleicht schickt er mir auch mal einen Einladungslink irgendwann, das wäre super. Aber nur für Chris. Natürlich, guck mal, alle, die in die Telegram-Gruppe kommen möchten, schreibt mir privat. Gehe ich mal ein bisschen auf die Kommentare. Bin zu spät gekommen, Flexi. Sorry. Ja, Timotheus, das ist doch gar kein Problem. Unser Bruder Aramäer, danke Flex, aber Gott hat mir das schon 100-fache gegeben und ich hoffe euch auch an. Wirklich, wisst ihr was? Ich werde heute wirklich ein sehr, sehr schönes Gebet aussprechen, ja. Und ich will aber noch eine Sache erwähnen, Leute. Ich habe wirklich eine Überraschung für euch alle, ja. Ich weiß jetzt nur nicht, wann ich das umsetzen werde. Entweder ich setze es dieses Jahr noch um oder erst nächstes Jahr setze ich was um. Und
wenn ich das hinbekommen habe, Leute, dann, wie gesagt, dann zeige ich euch was und ich bin fest davon überzeugt, das wird eure Herzen berühren. Aber ich will es nicht verraten. Ja, ich mache es einfach und ich bin fest davon überzeugt, das wird euch mega gefallen. Schauen wir mal. Ne? Ich bin voller guter Dinge, sagen wir es mal so. Ja, es ist eine Partei. Ich will nicht spoilern, es ist eine Partei. Vielleicht sehen wir bald im Bundesamt. Stark. Was? Bundesamt, um Himmels Willen doch nicht. Um Himmels Willen nicht. Er sitzt mit dem Politiker zusammen. Bundesamt. Vor allem Bundesamt, oh mein Gott. Nein, das ist was sehr, sehr Schönes. Das darf ich nicht verraten. Teddybär, ich küsse doch dein Herz, Atta. Ich warte ganz kurz. Ich sag noch, Leute, für die Telegram-Gruppe, schreibt mir privat. Flex Habibi ist auch drin. Flex, du bist drin, ne? Ich bin in der Telegram-Gruppe tatsächlich drin, ja. Genau. Schreibt mir alle privat für die Telegram-Gruppe. Ich verlasse jetzt den Stream. Ich wünsche euch allen eine gesegnete Nacht. Ein Gottes Segen. Gottes Segen. Gottes Segen dir auch, Gottes Bruder. Segen, Bruder. Gottes Segen. Ja, Leute, dann machen wir das so. Ich hoffe, ihr seid mir nicht. Ja, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ja, und Leute, wirklich ganz, ganz wichtig, bevor wir gehen, ich werde noch was sagen, aber einmal nochmal ein Herzchen für Jesus Christus, Leute, einmal. Bitte alle ganz stark mal den Chat vollspammen mit dem Herzchen, Jesus Christus, ein Herz, wirklich, es schadet nicht. Liebe geht raus an Jesus Christus. Valentino, ich küsse dein Herz. Carbonat, ich küsse dein Herz, Bruder. Einmal ein Herzchen an Jesus Christus, Leute. Ne? Und was ich euch noch an Leute, soll euch der Herr 10-fach mal mehr belohnen. Von mir aus auch 100-fach mehr belohnen. Und bleiben wir weiterhin in der Liebe. Ne? Wir sind wirklich, ihr seid wirklich eine sehr, sehr tolle Community. Ne? Ihr seid wirklich wunderschöne Menschen und wir bleiben wirklich weiterhin in der Liebe. Ich merke nur, ich bin sehr müde gerade, Leute, und genau. An die ganzen Supporter da draußen. Hörst du mich? Ja, Sugarmelon? Ich hätte nur eine Frage, seit vorhin frage ich mich, kann ich dir nur diese Frage stellen? Natürlich, ich bin zwar richtig müde, mein Kopf ist richtig matsch, aber schieß los. Nein, ich wollte wirklich wissen, also du hast vorhin gesagt, vor einem Jahr so, hast du daran gedacht, dich im Islam zu konvertieren. Ich wollte wissen, was war deine Motivation, waren das die Huris? Oh, du meinst vor einem Jahr, also du meinst jetzt letztes Jahr November. Ja. Oh, tatsächlich, man hat mich wirklich überredet, also man hat die ganze Zeit mir eingetrichtert, hey, der Islam ist das Einzigartige und das Wahre. Und ich habe gedacht, der Islam wäre mit dem Christentum gleich. Aber dann, wo ich dann angefangen habe, in die Materie reinzugehen, habe ich gemerkt, da stimmt was nicht, das passt gar nicht zusammen. Und dann habe ich mir die Verse rausgenommen, die Hadithe ein bisschen gelesen, dann habe ich gelesen irgendwas mit 72 Jungfrauen, dann habe ich mir gedacht, was ist denn das für ein Müll? Seit wann werden wir im Himmelreich 72 Jungfrauen bekommen? Das ist der größte Müll, den ich je gehört habe. Und da hat die Reise dann sozusagen begonnen bei mir, wo ich gesagt habe, so, aber nun mal. Ne? Jeder klardenkende Mensch würde sofort wissen, dass das Quatsch ist, weil guck mal, man wird ja alt, wenn man stirbt normalerweise, ne? Und im Alter braucht man Viagra, wenn überhaupt. Also wann sollte man da die 72 Huris da, ne? Ist völliger Quatsch. Man wird alt und man hat keinen Bock mehr auf Geschlechtsverkehr. Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall also, werden die Huris immer Jungfrauen sein. Also ja, immer klar. Wieder werden sie Jungfrauen und die haben noch schöne Brüste. Ja, ja, und die werden auch immer von Allah zugenäht und so jeden Tag. Sex, man hört dich nicht, Bruder. Jetzt nochmal, Leute, alle, die zu spät gekommen sind und den Stream nicht wirklich komplett verfolgen konnten, heute gab es eine sehr schöne Aufklärung zu Rebecca. Das haben wir komplett widerlegt, das haben wir komplett erklärt. Eine Rebecca kann nicht mit drei schwanger sein und eine Rebecca mit drei kann auch keine zwei Nationen
auf die Welt stellen. Ja, sie ist sie keine drei Jahre alt gewesen. Keine 50 das war eine Kamele, reiche Frau. Kamele tränken, 50 Kamele, die jeweils jeder 50 Liter Wasser trinken. 50 Kamele ja. soll ein dreijähriges Kind mit schweren Krügen, Wasser und so. Absolut. Also absolut, das absolut. Schwachsinn. Das ist einfach nur eine Masche, um Islam Mohammed reinzuwaschen, seine Pädophilie. Also wenn ihr das Video nochmal von Hamdi sehen wollt, ich mache das gleich kurz rein. Ihr müsst mir nur 2 Minuten geben, dann könnt ihr euch das Video nochmal reinziehen, bevor ich offline gehe. Ich will noch was sagen an alle, die wirklich von ganzem Herzen gespendet haben, Leute. Wirklich, ich küsse eure Herzen und soll euch Gott wirklich 10-fach mehr belohnen. Und ich bedanke mich wirklich und genau. Ja, ne? Soll der Herr Jesus Christus euch wirklich segnen und eure Familie. Und wir werden weiterhin unsere Aufklärungsarbeit hier machen. Ne? Wir werden nicht aufhören, die Wahrheit zu sprechen. Und genau. Herzchen gehen raus auch an die jesidischen Brüder und die Geschwister. Ne? Ein Herzchen für die Jesiden. Ja, nicht vergessen. Und genau, jetzt zeige ich euch mal gleich das Video. Leute, Flex und Amir werden euch alle konvertieren. Flex hat Nachtschicht und Amir hat Tagschicht. Alle ja. werden uns, die werden euch alle konvertieren. Ihr werdet alle ja, ich Jesus sagen. Bald auf noch. Jeden Fall. Das müssen wir machen. Ich und Amir müssen auf jeden Fall weiterhin unsere Aufklärungsarbeit hier machen, denn das ist für uns sehr, sehr wichtig. Ich habe ja auch schon mit Amir gesprochen. Also, ja. So, jetzt Leute, nochmal zum Abschluss. Oh Mann. Fertig. Er hat sich selber Knockout gemacht. Wie sogar ich als Frau kann besser schlagen als er. Ey, Mann. Nee, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Weißt du, was das Heftige bei ihnen ist, Bruder? Leute, aber Leute, wisst ihr, was das Schlimmste an der Sache ist? Der sagt noch am Ende, fertig. Ein Wunder, dass er nicht Knockout gesagt hat. Er macht das sich ja immer nicht. Selber, er ist der Erste, der sich immer selber Knockouts verpasst, weißt du? Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Das Heftige an ihm ist, Bruder, ne? Nur ganz kurz, er kennt ja die Schriften, ne? Und er weiß ganz genau, dass der Islam falsch ist. Er macht das nur wegen halt ein bisschen Pada oder so, weißt du, was ich meine? Einfach ja, aber das ist auch nicht normal. Also wenn man das wirklich, der kennt die Wahrheit. Also wenn man den Glauben, was ich wirklich verabscheue, ist, wenn man den Glauben benutzt, um sich selber zu, ganz ehrlich, also da hört der Spaß schon auf. Also wenn das nicht von Herzen kommt, ja, mehr muss man eigentlich nicht sagen. Ne? Mehr muss man echt nicht hinzufügen. Also, guck mal, der sorry. Ist ja, sein Joker ist ja der Clown, ne? Aber in Wirklichkeit ist er der Clown, so. Er ist der größte Clown von den beiden, so weißt du? Wahnsinn. Also wie ich sehe, wollen alle schlafen gehen. Ich werde jetzt nochmal einen Abschied nochmal nehmen, Leute. Wirklich, Leute, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Durch euch wächst der Channel, Leute, das ist der Wahnsinn. Wir haben schon fast 170.000 Likes. Nur durch euch. Wirklich, Leute, ich küsse eure Herzen. Und das Gebet geht an euch, Leute, raus. Ne? Alhamdulillah Jesus und auch an unsere ganzen Jesiden. Ja, wir küssen eure Herzen. Und Leute, jetzt gehe ich aber offline. Ne? Ich bin verdammt Akbar. Müde. Jesus Allah ist Allah sehr klein. Jesus Akbar und Allah sehr klein. Alle Muslime zuhören, wenn Flex sagt, er wird euch alle einer nach den anderen konvertieren und ihr werdet alle Christen sein. Und Jesus wir kann sprechen alle auf die Lasten Wahrheit. Der ganzen Menschheit, kann Jesus die Lasten tragen, der ganzen Menschheit. Er ist für alle da, alle können kommen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gottes also Segen, Leute, ja. ich küsse eure Herzen, und Gottes aber Segen, jetzt gehe ich schlafen. Genau. Jesus Akbar. Gottes Segen auch. Jesus Akbar. Also Leute, Herzchen raus. Guten Abend. Love goes out, guys.
Aber und jetzt gehe ich mich legen, weil ich bin müde. Schlaf gut, Bruder. Also Leute, ich küsse eure Herzen. Gottes Segen. Ciao.